Und das ist etwas, was unterhalb der Wahrnehmung, Politiker schauen auf Wiederwahl und auf Macht, etwas liegt. Aber sie müssten da im Herz ihrer Verantwortung getroffen werden. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Professor Höffe. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen und zwar auf www.nzz.ch. Wir hoffen, Sie seien auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen. Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Clara Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum und Violier für Labormedizin. Der Roboter hier, der würde eigentlich gerne ein Tänzchen mit mir machen. Das klappt heute aber nicht, weil es geht nicht um künstliche Intelligenz. Wir wollen heute herausfinden, was unser Hirn alles leistet. Und damit sage ich grüezi miteinander und herzlich willkommen und auch Ihnen daheim. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist die 100. Sendung Gesundheit heute. Und wir haben uns etwas Spezielles ausgedacht. Wir machen nämlich ein Live-Labor. Sie erleben ganz viele Experimente, die Sie so noch nie gesehen haben. Ich bin selber gespannt, was da alles rauskommt. Und wir steigen gerade ein. Schauen Sie sich mal das Bild hier an. Was sehen Sie da? Und jetzt konzentrieren Sie sich aufs Zentrum, auf das Kreuzchen in der Mitte und bleiben mit den Augen auf dem Kreuzchen. Und was passiert denn? Passiert nämlich etwas. Sehen Sie etwas? Ein grüner Punkt, der rundherum saust. Was sehen denn Sie? Ein Haufen Pinkböllen, die aufblinken. Nicht grüns? Nein. Sehen Sie etwas? Sie sehen auch nicht grün, also dann bleibe ich bei Ihnen, weil ich sehe auch etwas Grünes. Wenn Sie jetzt aber auf dem grünen Bollen bleiben, bleibt er dann auch wirklich? Also jetzt ist er nicht mehr da. Ins Zentrum schauen? Nur ins Zentrum? Jetzt ist er wieder da. Jetzt verfolgen Sie den grünen Bollen? Bleibt er? Nein, ist weg. Er verschwindet. Das ist eine optische Täuschung. Das ist in dem Sinn eigentlich etwas, was wir alle kennen. Nur warum passiert das? Das weiss mein erster Gast, der Professor Michael Bach. Herr Bach, wieso passiert das? Ist das ein Fehler vom Auge oder vom Hirn? Es ist weder ein Fehler vom Auge noch vom Hirn. Aber es passiert im Auge. Mhm. Fachausdruck heißt die Lokaladaptation. Lokaladaptation. Okay. Genau. Wenn man so schön auf die Mitte schaut, dann sind immer dieselben Gebiete im Auge auf der Netzhaut, sehen diesen roten Punkt. Mhm. Und dann wird die Verstärkung für Rot runtergeregelt. Und wenn dann Grau vorbeikommt, sieht man die Komplementärfarbe. Mhm. Das alles gehört zu den Mechanismen, mit denen sich unser Sehen daran anpasst, Farben richtig zu sehen, auch wenn sich im Laufe des Tages die Beleuchtungsfarbe stark ändert. Mhm. Morgens rot, mittags blau, abends neon. Doch, war richtig, genau. Mhm. Aber farbenblind könnte man nicht sehen. Bitte? Farbenblind, da würde man nicht sehen von diesen Böllen. Also diese, ja, ich habe das Schweizer sogar verstanden. Die ja, genau. Die sehen auch einen andersfarbigen Punkt außenrum laufen. Die sehen auch irgendetwas. Auch einfach ein bisschen anders. Sie dürfen gerade mit mir kommen. Weil mich interessiert noch mehr von dieser ganzen Sache. Hier haben wir ein Gestell. Und wenn man das von vorne anschaut, da hat es zwei Löcher drin. Und wenn ich jetzt doch eigentlich schön so einen Stab durchtue, ich kann den Stab auch von hier durchtue. Ja. Und Sie können etwas ganz Besonderes. Aber jetzt nämlich schiebe ich das von dieser Seite durch und er scheint sich zu biegen, der Stab. Er geht durch dieses und durch das Quadrat durch. Und was ist jetzt da passiert? Das müssen Sie auflösen. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die haben hier im Studio was gebastelt aus Holz. Ich drehe das mal um. Das sind schräge
Holzteile, die sind so ein bisschen verzerrt, dass sie aus der richtigen Richtung aussehen, wie in dieser Ebene angeordnete Quadrate. Also auch eine Täuschung. Kann das Hirn Dreidimensionalität nicht wahrnehmen? Ja, also zunächst mal ist das Bild im Auge ja sowieso zweidimensional. Und die dritte Dimension, die erfindet unser Gehirn eigentlich dazu. Wie überhaupt laufend unser Sehen aus wenig Umweltinformationen im Kopf eine eigene Welt rekonstruiert. Mhm. Es interpretiert laufend das Gehirn. Genau, ich will noch mehr wissen. Wir haben noch etwas parat. Man sieht jetzt hier blaue Stäbli. Und wenn ich die genau anschaue, dann dunkelt es mir, die bewegen sich paarweise. Ja, ja, gerade gegenüber. Ne? Gerade gegenüber, das stimmt doch. Aber wenn man jetzt hier ein grünes Viereck in die Ecke legen, dann passiert etwas ganz anderes. Ich sehe jetzt, das ganze Viereck bewegt sich miteinander. Da, wer ist jetzt recht? Das also, Ganze oder die Parallele? Tatsächlich bewegt sich ein großes blaues Karo. Mhm. Und es ist ja überhaupt eine Leistung des Gehirns, dass es die weit voneinander entfernten blauen Linien in Beziehung bringt. Mhm. Ja, dass man, die gehören ja irgendwie zusammen, weil die gemeinsames Schicksal haben, sich gemeinsam bewegen. Mhm. Und wenn jetzt die Abdeckungen, die jetzt grün sind, wenn die grau sind, also unsichtbar, dann entstehen Enden der Linien, die keinen Sinn machen. Und dann ist die Deutung Karo, großes blaues Karo, nicht mehr so plausibel wie es sind unabhängige Doppelstangen. Mhm. Also man kriegt da irgendwo auch Orientierung. Wir haben noch etwas parat. Und zwar geht es jetzt hier um Pünktli. So sieht das aus. Das sieht fast ein bisschen aus wie ein Sternenhimmel. Oder ja, oder ein Tannenbaum. Aber sobald die laufen sie schon. Und da erkenne ich deutlich, das sind zwei Menschen. Wieso kann ich aus Punkt zwei Menschen erkennen? Also zunächst mal waren das ursprünglich tatsächlich Menschen, denen man an entsprechenden Körperstellen Lämpchen angebracht hat. Da hat man das im Dunkeln gefilmt. Mhm. Aber es ist eben das Bemerkenswerte, dass mit so wenig Informationen, nur ein paar Punkte, sehen wir eine komplette Gestalt. Mhm. Und das gehört wieder dahin. Unser Gehirn erfindet was dazu. Und diese speziellen Bewegungsabläufe, ja, die eben Glieder haben, weil dazwischen entsprechende Knochen und Muskeln sind, die kennen wir als Bewegungen von menschlichen Gestalten. Ja. Und die werden sofort erkannt. Aber was auch noch spannend ist, man kann schon an diesen Pünktchen erkennen, welches ist die Frau und welches ist der Mann. Ich würde sagen, auf der rechten Seite bewegt sich die Hüfte mehr, das dürfte Frau sein, oder? Genau, die bewegt sich so elegant wie Sie. Und bei links, das ist eher so ein Bullerkopf von Mann. Ja, ja. Genau. Also, das Hirn ist fähig, etwas zusammenzusetzen und etwas zu interpretieren. Das ist das, was wir wollen. Genau. Sie sind auch ein spezieller Mann, Herr Bachmann. Sie sind nämlich nicht nur ein Professor, ein Wissenschaftler, Sie sind auch ein Zauberer. Und Sie haben für uns etwas bereit. Ja, ich habe was mitgebracht, was hier das Thema gehört. Und zwar halte ich Ihnen jetzt diese Karte hoch und Sie sehen da ein Karo Ass. Jetzt drehe ich die Karte um und man sieht ein Karo 4. Jeder Zauberer kennt das. So, und ich drehe die Karte nochmal um und plötzlich ist eine Karo 3 geworden. Ich drehe sie erneut um und es ist eine Karo 6 geworden. Und durch einfaches Umdrehen wird eine Karo Ass, Karo 4, wird zu einer Karo 3, Karo 6. Möglicherweise haben Sie es jetzt bereits schon gemerkt, wie das funktioniert. Ich drehe es nochmal um. Also, wenn ich meine Finger hier habe, ist eine selbstverständliche Sichtweise Karo Ass. Und jetzt halte ich den Finger hier hin und Sie lachen, Sie haben es gemerkt, ja, es gibt keine Spielkarte, die so aussieht. Das ist extrem unwahrscheinlich und diese Interpretation, auf die verfällt unser Gehirn nicht, das vervollständigt die drei Punkte oder die beiden Punkte zu einem Karo 3. Und jetzt, wenn ich das auf der Seite hier abdecke, sehen Sie die 4, wenn ich hier abdecke, sehen Sie die 6 und Sie wissen natürlich schon, es fehlt in Wirklichkeit einer. Also wenn ich jetzt ein richtiger Zauberer wäre, würde ich jetzt noch irgendwie irgendwas machen. Das Stab ist eigentlich gerade gut hier. Man muss da ein bisschen manipulieren, so. Wenn ich jetzt die Karte umdrehe, dann ist das erstaunlicherweise eine echte Karo 3 geworden. Und wenn ich die nochmal umdrehe, ist es eine echte Karo 6 geworden. Aber das ist eine andere Geschichte und das hat nichts mit dem Gestaltsehen zu tun. Und das geht einen großen Applaus.
Das ist nicht normale klassische Musik. Da sind Genie am Werk. Auf meiner Seite Sarah und hier der Robert. Beide sind hochbegabt. Schon mit 5 der erste Wettbewerb gewonnen. Mittlerweile sind es wie viel? Um die 17. Also eine irrsinnige Leistung. Wann hast denn du gemerkt, dass du so talentiert bist? Also ich habe einfach, als ich klein war, angefangen, Giga zu spielen. Und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Und dann bin ich halt auf Wettbewerbe gegangen. Dann bin ich gut gefördert worden. Und so hat sich das entwickelt. Aber hast du das Gefühl, du bist besser als andere? Oder merkst du das? Selber spürt man das, glaube ich, gar nicht. Das ist für dich normal. Ja. Wie ist es bei dir, Robert? Du hast auch mit 5 den ersten Preis gewonnen und jetzt schon viele abgeholt. Ja. Was bedeutet dir Klavierspielen? Ja, Klavierspielen ist natürlich für mich eigentlich das ganze Leben fast. Weil man hat einfach diese Freude an der Musik und das kann einem niemand nehmen. Und das, ja. Also wahnsinnig virtuos spielst du da. Ist das schwierig? Ja, das... Das meinen Sie jetzt. Alles, was man kann, ist leicht. Alles, ja, schön. Und alles, was man nicht kann, ist nicht so leicht. Ja. Aber deswegen, es braucht viel Übung, oder? Bitte? Es braucht viel Übung. Ja, das kommt auch ganz darauf an. Das ist individuell bedingt. Also. Und es variiert auch von Werk zu Werk. Es kommt alles von innen raus. Bei uns ist der Professor Jürg Kesselring. Was braucht es, damit ein Kind, 13, eine junge Frau, 17, eigentlich das Wissen hat von einem erwachsenen Profispieler? Es ist sehr interessant, sich vorzustellen, was ein Kind eigentlich schon aus einer anderen Welt sozusagen mitbringt. Das ist eine Glaubensfrage, aber ich glaube das natürlich, dass es das gibt. Was das Umfeld daheim auch ausmacht, man hat eine genetische Begabung, aber nachher geht es nur, wenn man übt. Also das ist ganz klar, das Talent allein nicht genügt. Das ist wie wenn wir wollen etwas lernen, Französisch oder so. Wir müssen dahinter und Wörter lernen. Da wird nie Tabletten geben, wo man das einfach kann. Das Üben ist eine zentrale Funktion von unserem Hirn. Wie viel lieben Sie? Die Frage mag ich nicht so gern, aber bis zu 4 Stunden. Jeden Tag? Täglich, ja. Aber gibt es auch Ferien? Doch, aber dann hat man eigentlich noch mehr Zeit zum Üben und dann nutzt man das halt aus. Und gibt es nicht einen Moment, wo es einem auch bestinkt? So direkt jetzt nicht, aber man kann halt immer wieder so eine Pause machen oder sich einfach auch mental darauf vorbereiten. Und Du tauchst ganz stark ein ins Spielen. Merkst du gar niemand da drum herum? Also ich blende eigentlich alle anderen Sinneswahrnehmungen aus und ich konzentriere mich nur auf meine Tätigkeit und... Wie hast denn du gemerkt, dass du das so gut kannst, Klavier spielen? Oh, ja, das ist eine interessante Frage. Also ich komme aus einer Musikerfamilie, beide meiner Eltern sind Musiker. Und ich habe, als ich noch ganz klein war, keine 2 Jahre alt war ich, habe mein erstes musikalisches Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich einen Fuß auf die Tasten gesetzt. Und etwas gehört. Und das war der Anfang. Ja, also das war der Anfang. Dann hat sich alles so ergeben daraus. Ja. Verändert Musik das Hirn? Ja, da sind wir eigentlich schon überzeugt. Also Musikerhirne sehen auch in den Untersuchungsmethoden, Bildgebung und so, ein bisschen anders aus als unsere, die eben nicht Berufsmusiker sind. Man stellt sich zum Beispiel vor, dass wir Amateurmusiker vielleicht mehr von der Musikverarbeitung in der rechten Hirnhälfte machen und bei den Profi geht mehr dann auf die linke Seite. Und es ist sicher etwas Nachweisbares, dass bei ihnen der Balken, das Verbindungssystem zwischen links und rechts, anders ausgebildet ist als bei uns. Oder bei solchen Musikern wie jetzt der Robert, der so virtuos kann spielen kann, ist sicher das Kleinhirn, das für die Koordination so wichtig ist, anders organisiert. Aber es ist immer natürlich die Frage, ja, werden die Musiker, weil sie ein anderes Hirn haben, oder verändert sich das Hirn, weil sie so viel üben. Und da sind wir heute schon überzeugt, dass das Üben selber eben das Hirn verändert. Und das ist für uns alle, auch die jetzt nicht gerade Profimusiker sind, eben wichtig, dass man weiss, dass man kann üben kann und dass sich das lohnt. Also die verschiedensten Hirnfunktionen, Laufen, Reden, Zuhören vor allem. Das kann man üben und sollte man üben. Das ist wichtig. Dankeschön vielmals, Herr Kesselring. Dankeschön, Sarah und Robert. Wir hören euch beide noch mal am Schluss von der Sendung.
Und jetzt machen wir einen Test mit Ihnen daheim. Ich durfte im Vorfeld dieser Sendung ein Interview führen mit dem bekannten und beliebten Schauspieler Walter Andreas Müller. Und er ist ja bekannt, dass er in so viele verschiedene Rollen spielt. Das heisst, Sie sind jetzt aufgefordert, zu zählen, in wie viele Rollen schlüpft er denn und welche Persönlichkeiten spielt er. Und auf los geht's, los! Walter Andreas Müller, auch bekannt als WAM. Ja. Wie halten Sie Ihr Gedächtnis auf Trab? Ja, lügen Sie, es ist natürlich grundsätzlich eine Frage der Routine, der Gewohnheit. Also, ich tue ja sehr viel Textlehre, muss ich immer und immer wieder. Und ich denke aber manchmal natürlich, ich muss auch in meinem Beruf, ich muss etwas vergessen, natürlich. Schon noch interessant. Aber wie ist jetzt das mit dem Gedächtnis? Hat sich da etwas verändert? Ist das früher noch besser gewesen? Ja, also ich denke schon, dass ich früher natürlich flexibler war. Das ist ganz logisch. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass ich nicht Bundesrat bin. Ja. Was denken Sie, Wam? Was macht ein intelligenter Mensch aus? Ja, also ich würde sagen, es ist sicher mal zu wissen, was ein Mensch hat. Nicht? Das ist das, was er gelernt hat und dann natürlich das auch entsprechend richtig können einsetzen. Da würde ich sagen, das ist die Intelligenz, die ihn ausmacht. Und dann natürlich auch sein Charisma, das er letzten Endes hat. Nicht wahr? Darf ich Sie fragen, wie viele Rollen haben Sie gezählt? Ich konnte gar nicht mehr richtig zählen, weil ich so beeindruckt bin von dieser Schauspielkunst und ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie ist es mit Ihnen? Was haben Sie gezählt? Ich habe 6 gezählt. 6 gezählt? Und Sie? 4 bis 5. Noch etwas anderes aufgefallen? Nein. Ah, eine Frage. He? Es ist nämlich ganz, ganz viel passiert. Anders, was Sie wahrscheinlich daheim auch nicht gesehen haben. Darum wollen wir jetzt das Ganze nochmal anschauen. Und hier haben wir natürlich Erklärungen nötig. Nämlich vom Professor Lutz Jenke. Wir sehen jetzt hier gerade, wir haben rote Händchen in diesem Einspieler. Das zeigt nämlich, was alles geändert hat. Also ich hatte einmal keine Kette an, ein anderes T-Shirt während dem Gespräch. Er hatte einmal ein anderes Jacke an, hat einmal Krawatte gewechselt. Herr Jenke, wieso realisiert man das nicht? Man nimmt eigentlich nicht alles wahr. Das ist ein köstliches Phänomen, was Sie hier gesehen haben. Sie sehen also, wie der Mensch die Umwelt selektiv wahrnimmt. Mhm. Man kann das ungefähr so beschreiben, dass wir unsere Aufmerksamkeit wie mit einer Taschenlampe auf bestimmte Sachen lenken. Mhm. Da ist es dann hell und drumherum ist es richtig dunkel und das kriegen wir gar nicht mit. Und Sie haben sich auf die faszinierende Schauspielkunst gewissermaßen gewidmet, Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind betrachtet worden als attraktive Moderatorin. Aber die Kleinigkeiten, die sich da verändert haben, hat kein Mensch erkannt. Hat gar niemand interessiert. Und eigentlich kann ja das Hirn von diesen ganz vielen Sachen auch nicht wirklich so viel aufnehmen. Also man muss sich vorstellen, dass auf unser Gehirn pro Sekunde ca. 11 Millionen Bit eintreffen an Informationen. Mhm. Und unser Gehirn, das wäre die Fußball. Wenn alle Fußballer, die man so sieht, das wäre ungefähr die Größenordnung. Und da sehen Sie im Mittelfeldkreis 11 Fußbälle, das sind ist ungefähr die Menge der Informationen, die wir bewusst wahrnehmen können. Mhm. Und unser Gehirn ist gewissermaßen mit der Menge überfordert und wir müssen also versuchen, den ganzen Rest zu interpretieren. Mhm. Aber ist das Fluch oder Sage? Das ist ein Segen. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten 11 Millionen Bits pro Sekunde wahrnehmen. Nach einer Woche wäre Ihre Festplatte im Gehirn voll. Mhm. Und auf der anderen Seite hat er trotzdem immer noch irgendwo Kapazität, neue Sachen zu erkennen. Aber erklären Sie mir noch ein bisschen, auf was kommt es denn drauf an? Ist es Persönlichkeit auch, die mitschwingt, damit ich gewisse Sachen wahrnehme oder andere weniger? Das sind verschiedene Aspekte. Zunächst einmal das, was wirklich ins Auge sticht, was emotional bedeutsam ist, zwingt unsere Konzentration, aber natürlich auch, sagen wir mal, unsere Erfahrung. Mhm. Unsere Erfahrung zwingt uns, oder besser gesagt unser Gehirn, zu ganz bestimmten Interpretationen. Mhm. Und wir sehen die Welt selektiv auf der Basis unserer Vorinformationen. Kann ich es auch umkehren? Kann ich ganz bewusst sagen, gewisse Sachen will ich nicht sehen? Ich kann sie ausblenden?
Natürlich, man kann sie bewusst ausblenden, das ist auch ein Schutz unserer Psyche sozusagen. Mhm. Wir blenden sie weg, weil sie unangenehm sind, sie passen nicht in unser Weltbild. Das heißt also, unser Gehirn kann diese Information nicht gebrauchen gewissermaßen, um die Welt zu verstehen und da wird alles wunderbar aussortiert. Mhm. Mein Mann, der sagt mir einmal, ich sehe und höre nur das, was ich will. Geht das auch in die Richtung? Geht genau in die Richtung, meine Frau sagt zu mir auch immer. Da sind wir im gleichen Boot. Danke schon vielmals, Jenke, wir sehen uns später nochmal. Mein nächster Gast weiß ganz gut Bescheid über das Gedächtnis, ist der Professor Andreas Monsch. Herr Monsch, was macht ein gutes Gedächtnis aus? Das ist eine schwierige Frage. Also im Grunde genommen ist es so, dass wenn ich mir in kurzer Zeit viele komplexe Dinge kann merken kann und die auch nach einer gewissen Zeit wieder abprüfen, dann hat man ein gutes Gedächtnis. Jetzt, heute werden wir ja den Gedächtnis-Champion 2015 finden. Wir haben im Februar zusammen einen Anlass gemacht in 3 Migros-Filialen in Basel, in Zürich und in Bern. Mhm. Einen Test haben Sie ausgedacht dafür. Sie können uns den gerade beschreiben. Mhm. Wir haben für die Sendung einen eigenen Test entwickelt, für die Jubiläumssendung. Und zwar haben Kunden von der Migros 15 Gegenstände sich merken innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn sie dann eine bestimmte Anzahl, 10 oder mehr gewusst haben, dann haben sie in die nächste Stufe kommen und haben sich 30 Gegenstände merken in einer Minute. Da haben wir 533 Leute untersucht und 168 haben dann in der zweiten Stufe können mitmachen. Sehr, sehr anspruchsvoll und eine sehr lustige Sache. Und die zwei Besten sind heute bei uns, und zwar hier sitzen sie. Es ist das Rebecca Schwob und Monika Röhl. Schön, dass Sie da sind. Wir testen Sie jetzt natürlich auf Herz und Nieren nochmal. Das heisst, Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, sich 40 Produkte zu merken. Sie können Kopfhörer anlegen, damit wir Sie nicht ablenken, und begleitet werden Sie von 2 Psychologinnen von der Memory Klinik Basel. Die sind hier gerade auch auf dem Tapet. Und ich sage jetzt, Achtung, fertig, los! Was ist jetzt wichtig, damit ich mir so ein Produkt merken kann? Also, Sie meinen jetzt 40 Produkte, die sehen Sie jetzt innerhalb von 90 Sekunden. Und es gibt natürlich verschiedene Strategien, die man kann benutzen kann, um so etwas zu merken. Aber es ist anspruchsvoll. Man könnte die Früchte zusammen tun, Gemüse zusammen tun, Wurstwaren und so weiter. Das wäre sicher eine gute Taktik, wenn man das könnte sich probieren. Wir sehen hier ganz verschiedene Objekte, die durchlaufen. Mhm. Wieso haben Sie gerade die gewählt? Wir haben nicht gewusst, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der hier ins Final kommt. Darum haben wir einmal geschlechtsneutrale Produkte ausgesucht. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass es Produkte sind, die man im Fernseher oder in so einer Art von Präsentation auch gut kennen kann. Mhm. Und was könnte ein Durchschnittsmensch sich merken? Das wissen wir eigentlich nicht. Wir haben ja den Test extra für die Sendung entwickelt. Aber ich würde jetzt einmal staunen, wenn etwa mehr als 25 Gegenstände könnte sich merken. Bin ich gespannt, was rauskommt. Mhm. Wir haben gesehen, wir haben 2 Frauen hier. Haben denn Frauen ein besseres Gedächtnis als Männer? Wenn man Frauen und Männer vergleicht, ja. Sie sind ein bisschen besser, vor allem in verbalen Gedächtnisaufgaben sind Frauen besser. Männer sind besser in anderen Aspekten. Es gibt einen kleinen Geschlechtsunterschied. Männer können visuell spaziale Aufgaben, sind sie besser räumliches Denken, so als Gruppe. Mhm. Wie gut ist Ihr Gedächtnis? Wahrscheinlich sehr durchschnittlich. Ich tue das nicht wirklich üben, aber wahrscheinlich wird das durchschnittlich sein. Aber man kann das Gedächtnis auch trainieren. Was ist sinnvoll? Was soll man machen? Entscheidend ist, use it or lose it. Das ist ganz wichtig. Das Gehirn soll man immer brauchen, sonst tut das Gehirn sich wie abmelden. Mhm. Und wichtig ist, dass man etwas macht, wo man Freude daran hat. Jetzt haben wir gerade gehört, Zeit ist um. Jetzt geht es darum, die Gegenstände zu nennen. Und das dürfen Sie gerade aufnehmen. Und da haben Sie 60 Sekunden Zeit und los geht's. Gibt es eigentlich auch demografische Unterschiede? Also gewisse Völker, die quasi besseres Gedächtnis haben wie andere? Mit mir ist eine Studie bekannt mit den Ureinwohnern von Australien, mit den Aborigines. Mhm. Die sind sehr naturverbunden. Und man hat dort einmal einen Test gemacht, wo sie sich verschiedene Steine merken. Mhm. Und da sind sie wesentlich besser gewesen als die, die nicht in der Natur so verbunden sind. Und umgekehrt aber auch schlechter in anderen Aspekten. Man fragt sich auch, wo ist eigentlich das Gedächtnis im Hirn? Wir haben ein Hirn hier parat. Wo liegt das Gedächtnis? Also natürlich sind, wie alle Leistungen, das ganze Gehirn wichtig, aber vor allem der Schläfenlappen ist wichtig. Dort sind Strukturen, die man kennen, die wichtig sind, dass man sich neue Gedächtnisinhalte merken kann. Was die beiden Frauen jetzt hier hinter uns machen, ist das
Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis? Wahrscheinlich ist es beides. Wir haben so 90 Sekunden. Man sagt, das Kurzzeitgedächtnis geht etwa 30 Sekunden und dann geht es ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Also ein Teil wird Kurzzeit sein und ein anderer Teil bereits Langzeit. Ich höre da immer noch ein bisschen schwätzen. Mhm. Also wahrscheinlich die ersten Sachen, doch sprudelt es und dann geht es langsam. Wie kann man denn noch mal etwas vorholen? Das ist dann wahrscheinlich entscheidend, dass man eine Strategie benutzt hat und dass einem das vielleicht noch einmal hilft, ein paar weitere Gegenstände können zu nennen. Also zum Beispiel? Also wenn jetzt die Banane ist, dass dann halt die Ananas kommt. Ja, also dass man denkt, Früchte oder was ist, ja, ist irgendetwas, genau, im Badezimmer oder etwas. Nicht einfach wild suchen, sondern ein bisschen Technik haben beim Suchen. Die Zeit ist wirklich abgelaufen, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Ich möchte gerade beide Psychologinnen zu uns bitten, um die Resultate anzuschauen, Herr Monsch. Wow, ah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Und jetzt natürlich Ihnen beiden herzlich willkommen. Kommen Sie doch bitte zu uns. Wie war das gewesen? Das möchte ich jetzt doch noch wissen. Ist es schwierig gewesen? Sie dürfen gerade hier vorne stehen. Ja. Ja, sicher. Mhm. Ist es schwierig gewesen? Ja, also nicht schwierig, sondern eine gewisse Nervosität ist schon da. Also weil du alle so zuschauen, oder? Ja. Ja. Wie war es für Sie gewesen? Ja, es war halt anders gewesen als im Korb, weil es so durchgelaufen ist. Ja. Und dann ist fokussiert auf ein Produkt und dann kommt schon das Nächste. Ja. Und als ich es im Korb hatte, konnte man es halt anlängen, Gruppen bilden. Was denken Sie, wer ist besser? Ich kann es nicht verstehen. Ja, du musst doch wissen, was ist rausgekommen? Sehr hoch, ausgezeichnete Leistung. Also, Monika Rösch hat 18 Gegenstände gewusst. Das ist ein ausgezeichnetes Resultat. Aber noch besser ist Rebecca, wo 21. Wow! Schön! Jetzt haben wir natürlich auch noch einen ganz schönen Preis für Sie parat. Und zwar kriegen Sie unseren guten Launenduft, der animiert. Hier wird er Ihnen gerade überreicht. Das ist unser Duft, der hat Essenzen, die glücklich machen. Also nicht traurig sein, wie Sie zweit sind. Sie haben das wunderbar gemacht und da ist der Blumenstrauß. Und Sie haben einen irrsinnigen ersten Preis. Sie kriegen nämlich für zwei Personen zwei Übernachtungen im Grand Ressort Bad Ragaz. Und dabei ist natürlich das Morgenessen dabei und der Zugang zum Spa. Ich wünsche Ihnen viel, viel Vergnügen und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen und Ihnen für die vielen Informationen. Wir haben jetzt gesehen, was ein normales Gedächtnis alles kann. Jetzt stellen Sie sich vor, was eine Konzertpianistin für ein Gedächtnis muss haben, die ein ganzes Konzert auswendig lernt. Und stellen Sie sich vor, sie kommt an ein Konzert und das Orchester spielt etwas ganz anderes, wie das, was sie vorbereitet hat. Das ist tatsächlich passiert. That's left in the last season. I'm sure you'll do that. You know it too well. She was shocked because she was expecting us to play another concerto. So when I started the first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked. Then we talked a moment, and she told me I was expecting to play a completely different piece. I do what I can do if I remember. And the miracle is that she has such a memory that she could, within a minute, switch to a new concerto without making one mistake. Das ist unglaublich. Die Frau hat das ganze Konzert fehlerlos gespielt. Wie kann sie sich da überhaupt wieder fangen? Wie kann sie sich neu orientieren? Also, sie hat ja sicher das schon in ihrem Gedächtnisschatz, im Erinnerungsschatz drin. Und die grosse Kunst ist, dass sie da Zugang findet wieder zu dem. Dass sie sich also so kann fokussieren kann, genau alles andere ausblenden und sich auf das fokussieren und einen Zugang findet und sich es auch zutraut. Mhm. Sie hat schon noch so eine Geste von Unsicherheit am Anfang, aber nachher geht es und dann wird es laufen. Und das, sie ist nicht ein Autopilot, es braucht viel mehr im Hirn von so einem Konzertpianist. Die Anspannung auch wieder können loslassen, wunderbar, das ist also eine wahnsinnige Leistung. Bei uns ist ein Konzertpianist, das ist immer ein Bucher. Herr Bucher,
Maurer, ist Ihnen so etwas auch schon passiert? Gott sei Dank nicht. Das ist also ja, unvorstellbare Leistung. Und also ich würde jetzt sagen, ich bräuchte mindestens einen Tag, bis ich so ein Konzert, das ich eben vielleicht vor einem Jahr mal gespielt habe, wieder... Das ist auch ein bisschen ein Albtraum, oder? Ja, kann man so sagen. Etwas, ja. Wie viele Konzerte können Sie denn auswendig? Also gerade so aus dem Stegreif vielleicht 5, 6. Mhm. Aber dann gibt es natürlich das Repertoire, das sich über die Jahre hat angesammelt hat. Und wie gesagt, für das bräuchte ich natürlich ein bisschen länger Zeit. Machen wir Wunschkonzert? Ja. Darf ich auslesen? Sagen Sie 3 Komponisten, ich lese einen aus. Grieg, Schumann oder vielleicht der Simpson, ein Arrangement. Simpson, Trickfilm? Genau. Das lustet mich. Bitte sehr. Schaffen Sie ein Konzert ohne Noten? Nach was orientieren Sie sich? Nach dem Gehör, nach dem Sehsinn und nach dem Tastsinn. Mhm. Also der Sehsinn ist bei mir ziemlich ausgeprägt. Ich sehe also auch mental, kann ich mir den gesamten Ablauf auf der Tastatur vorstellen. Mhm. Aber Sie sind, glaube ich, auch immer ein bisschen voraus von dem, was Sie machen. Ist das richtig? Ja, das ist leicht antizipierend. Das ja. Stimmt. Ja, was passiert denn, wenn Sie Fehler machen? Eben, weil man ein bisschen voraus ist, ist das kalte Kaffee. Sehen Sie den Fehler voraus, oder was? Manchmal tatsächlich ist das eigentlich schon, kann das schon vorprogrammiert sein. Aber wir müssen wahrscheinlich gerade wegschieben, oder? Das muss man sofort vergessen. Das ist nicht wichtig. Ja. Wichtig ist die Musik, die einem zieht. Man sagt auch, ein sentimentales Gedächtnis, Herr Kesselring, ist wichtig bei der Musik. Was heisst das? Das sind wahrscheinlich so Geschichten, wie man es jetzt hört, wie sich jemand vorstellt, dass er so Geschichten spielt. Mhm. Und wegen dem Antizipieren, wegen dem Vorwegnehmen, das fasziniert mich immer, dass wenn ich so den richtigen Musiker darf blättern, dann geben die mir das Zeichen zum Blättern schon längstens vorher, bevor sie unten an der Seite sind, mitspielen. Also sie tun etwa 5 Takte voraus im Gehirn schon anders verarbeiten, als sie es effektiv spielen. Das ist total faszinierend. Ist wenn ein Hochleistungssportler... Das ist vom Höchsten, was es gibt. Das ist extrem eine grosse Herausforderung. Sie sehen ja auch, oder Sie wissen, wenn die schwierigen Passagen kommen, wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Da möchte ich am liebsten eine Professorin zitieren. Die hat mir nämlich gesagt, wenn eine schwere Passage kommt, denkst du am gescheitsten an Spaghetti und Tomatensauce. Ah ja? also quasi symbolisch für, wenn man 1000 Füßler fragt, was macht das 336. Bein, dann könnte es gefährlich werden. Also das heisst, es muss alles von innen rauskommen? Es muss irgendwie stimmig sein? In dem Moment vom Konzert muss man einfach in Flow rein. Ja. Da muss man es einfach lassen, geschehen. Spannend. Dankeschön vielmals, Herr Bucher. Danke Ihnen. Jürg Kesselring, jetzt wird es noch philosophisch, da ist nämlich noch ein Theolog, Ethiker und Journalist bei uns, Erwin Koller. Bitte sehr. Also, das Allerneueste ist die sogenannte Neurotheologie. Da befassen sich also Leute damit, herauszufinden, ob es Gott gibt oder Gott nicht gibt, ob der irgendwo im Hirn sitzt. Herr Koller, was sagen Sie zu dem? Ja, in meiner Grundauffassung
vom Hirn ist das Hirn nicht das Ich, es ist nicht das Bewusstsein, es ist nicht der Geist, es ist, wie man so will sagen, auch nicht Seele, sondern es ist ein Instrument, ein Organ vom Mensch. Und da würde ich gerade beim Flügel, beim Konzertflügel anknüpfen. Wenn ich den Konzertflügel mir vorstelle, dann macht der natürlich wunderbare Musik. Aber wenn ich jetzt ein ganz grosses Erlebnis will haben, mit wegen ein himmlisches Erlebnis, stelle ich mir den Konzertflügel vor mit einem wunderbaren Pianist, mit einem Jugendorchester drumherum, mit einer jungen Dirigentin in einem wunderbaren Saal. Und dann habe ich ein himmlisches oder ein göttliches Erlebnis und dann sitzt aber Gott nicht im Konzertflügel oder auch nicht in ihrem Instrument, im Cello, sondern die Erfahrung ist von einer anderen Qualität. Das lässt sich nicht festmachen. Man kann nicht sagen, wo Gott hockt. Man kann das vielleicht nicht sagen. Aber die Forscher die untersuchen auch, wo liegt denn der religiöse Glaube und können tatsächlich nachweisen, dass gewisse Hirnareale aktiver sind, Herr Kesselring. Das gibt es schon, aber man darf es nicht überschätzen, dass man dann meint, man könne Funktion, also eine Eigenschaft, lokalisieren wirklich. Es ist viel zweckmäßiger, dass man sich ein Bild vor Augen führt, zum Beispiel, dass wir sagen, ich sehe dreidimensional mit meinen zwei Augen. Mhm. Und wenn ich jetzt das eine Auge zudecke oder je nach Temperament ausreisse, dann sehe ich nur noch zweidimensional. Und jetzt wäre ja versucht zu sagen, aha, die Eigenschaft, dreidimensional zu sehen, ist lokalisiert im rechten Auge. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Ich brauche das, um eine Ganzheit zu erleben. Mhm. Und das ist das Wesentliche. Das ist im theologischen Feld genauso. Wir brauchen eine Ganzheit zu erfahren. Und da ist das Hirn, so fasse ich es halt auf, ein Instrument. Mhm. Aber was ich als Theologe würde dazu sagen, was wichtig ist natürlich, das Bewusstsein, dass auch eine Theologie, auch eine Philosophie angewiesen ist auf ein Hirn, das bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte Fähigkeiten hat und von dort her auch eine Konditionierung erfahrt. Mhm. Nur, Herr Koller, das Hirn oder beziehungsweise Gott bestimmt vor, könnte man sagen. Aber wir bestimmen ja irgendwie auch mit. Wie geht das? Ja, das ist eine uralte Frage, die ja tausende schon Menschen bewegt, die Religionen bewegt, alle Religionen eigentlich bewegt. Wir haben ja besonders pointierte Fassung davon von Jean Calvin, also von Johannes Calvin, der sagt, Gott weiß alles voraus. Also weiß er doch auch, wie ein Mensch mal reagiert, wenn das und das passiert. Mhm. Also ist der Mensch letztlich gerne frei, weil Gott hat schon vorausgewusst, wie er reagiert. Und von dort her gesehen, sagt, man sagt ihm die sogenannte Prädestination, die Vorausbestimmung. Mhm. Aber interessant finde ich eben jetzt im Vergleich zu der Hirnforschung, interessant finde ich, dass keine Religion wegen dem zum Beispiel die 10 Gebote abgeschafft hat oder die 5 Säulen vom Islam oder die 2 Liebesgebote. Das heisst, die Religionen haben den Mensch trotzdem als Verantwortliche, der nach bestimmten Geboten handeln soll, wahrgenommen und haben ihm insofern die Freiheit nicht weggenommen, sondern sie haben... Aber ich bin schon verantwortlich für mein Handeln. Ja, das sagen auch alle Religionen, obwohl natürlich, wenn ich ganz streng bin und wenn ein Muslim sagt, Inshallah, wenn Gott will, naja, dann muss ich ja nichts mehr machen, dann macht ja das Gott. Aber die Religionen haben irgendwo dialektisch gesehen und haben dialektisch das angeschaut und ich würde theologisch jetzt einmal sagen, im Vergleich, wenn sie sich verlieben, kann man natürlich sagen, von außen gesehen, ja, die ist dem Mann total hörig. Oder er hat nur noch die im Kopf, er ist total abhängig. Man kann es aber auch anders sagen. Man kann sagen, die blüht auf, seitdem sie verliebt ist. Oder er hat ganz neue Dimensionen in sich entdeckt. Und so sehe ich das Verhältnis von einem Gott, der gross ist, und von einem Menschen, der frei ist, dass die zwei Sachen sich gegenseitig ergänzen und zu einer neuen Blüte kommen. Ich möchte noch ganz einen kleinen Gumpf machen, Herr Kesselring. Es gibt Menschen, die haben Nahtoderfahrungen. Ja. Und das ist noch interessant, alle erleben das etwa gleich. Ist das echt oder ist das eine Täuschung? Also, ich habe selber so ein Erlebnis nicht gehabt, aber ich bin schon vielen Leuten begegnet, die mir die in einer immer ähnlichen Art erzählen. Und meine Aufgabe ist ja jetzt zu sagen, ist es glaubwürdig, was die sagen oder nicht? Mhm. Und für mich ist ein wesentliches Kriterium für Glaubwürdigkeit, ob ihr Leben sich ändert. Mhm. Also, wenn sie einfach
darüber hinweggehen und das gleiche Leben weiterführen wie vorher, dann ist für mich nicht so glaubwürdig. Mhm. Aber ich kenne eben die, wo auch eben den alten theologischen Begriff von dem Umdenken und Umwerten des Lebens erleben, nachdem man so ein Nahtoderlebnis hat. Und dann kann es glaubwürdig werden für mich. Ich würde auf alle Fälle mir nie anmassen zu sagen, weil ich etwas ein bisschen vom Hirn verstand, muss ich sagen, das ist gar nicht möglich. Mhm. Sondern es ist umgekehrt, dass ich denke, ich kann etwas vom Hirn verstehen, aber mich interessiert viel mehr, was andere in dieser Realität mir mitteilen. Spannend, wir könnten noch ich viel noch weiter reden, machen wir jetzt aber nicht. Das lassen wir jetzt gerade so stehen. Wegen freien Willen. Dass wir nicht dürfen, weder Sie, Theologen, noch wir Neurowissenschaften, die Leute entmündigen, indem wir sagen, sie haben keinen freien Willen. Genau, der freie Wille muss bleiben. Bleiben Sie aber auch sitzen. Dankeschön vielmals, Herr Gesslerin. Und Dankeschön vielmals, Herr Kohler. Dankeschön. Es gibt Menschen, die erleben Töne als Farbe oder sie schmecken sie auch. Und so übersteht gerade neben mir Elisabeth Sulzer. Das passiert Ihnen. Können Sie mir das beschreiben? Ja, also wenn ich einen Ton höre, dann sehe ich eigentlich so einen farbigen Strich. Mhm. Und wenn ich Musik höre, dann sind das Bilder. Und die suchen dann so wie so einen farbigen Nebel so an mir vorbei. Es wird da hinten gerade umgebaut für das nächste Experiment. Sie haben uns ein Bild gemalt zu einem Popsong von Queen. Das wollen wir uns jetzt gerade anschauen. Mama, jetzt die Wellenbewegung oben, das ist die Singstimme. Und die Punkte, das ist das Klavier. Und jetzt setzt den gerade Schlagzeug ein, das ist der Schwarze. Und jetzt? Und jetzt auch Schlagzeug unten, sieht man gut. Also die Vierecke unten. Genau, und im Hintergrund sieht man Farben, das sind einfach, das ist dann die jeweilige Tonart. Hübsches Bild, was Sie uns hier gemacht haben. Dankeschön vielmals. Aber ich möchte den Professor Jenke fragen, ist das einfach eingebildet oder ist das real? Existiert das wirklich oder ist das eine Täuschung? Nein, das ist ein Phänomen, das nennen wir Synästhesie. Mhm. Man kann es auch Doppelwahrnehmung nennen. Diese Phänomene treten automatisch auf. Sie kann das überhaupt nicht unterdrücken. Mhm. Und diese Phänomene hängen damit zusammen, dass bestimmte Hirnstrukturen besonders stark miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich die ganze neuroanatomische Grundlage. Das existiert. Wir werden es natürlich genau wissen. Ich möchte Sie gerade bitten, dort an Flügel zu gehen. Sie können also jeden Ton mit einer Farbe identifizieren. Jetzt machen wir doch gerade eine Probe. Blau, dann ist es ein G. Rot, dann ist C. Gelb, D. Das haben Sie abgemacht miteinander. Ich will schnell probieren. Gelb, D. Braun, E. Braun, E. Ja. Rot, C. Gut. Und Sie schmecken etwas, wenn zwei Töne miteinander kommen. Das wollen wir auch wissen. Bitter, das ist eine grosse Sekunde. Salzig. Dankeschön vielmals, Herr Jenke. Wie ist denn das, wenn Sie an ein Konzert gehen? Da werden Sie berieselt von Farben und Geschmäcker. Das kann auch störend sein. Ja, zum Teil vielleicht schon. Also, wenn es moderne Musik ist, mit vielen Intervallen, dann stört das schon, weil dann wechselt der Geschmack ganz oft. Also dann ist es sauer und bitter und alles durcheinander. Ja. Wie haben Sie eigentlich gemerkt von dieser Fähigkeit? Das ist jetzt etwa 20 Jahre her. Da war ich mal im Ausgang am Abend und dann hat es geregnet. Und ich habe versucht herauszufinden, auf welchem Ton dass es regnet, also auf welchem Ton dass der Regen auf den Asphalt auftrifft. Mhm. Und dann habe ich ein G gehört und im gleichen Moment habe ich auch so blau gesehen. Mhm. Und dann bin ich so im Kopf die ganze Tonleiter durchgegangen und habe gemerkt, jeder Ton hat einfach seine Farbe. Mhm. Und das haben andere nicht. Dort sind Sie das sich bewusst geworden. Sie haben nochmal ein Bild für uns gemalt. Sie selber sind ja Musiker, Flötistin, aber heute haben Sie für uns ein Überraschungsinstrument. Sie dürfen sich gerade parat machen. Herr Jenke, es interessiert mich noch. Wir haben nämlich noch ein Bild vom Hirn von der Frau Sulzer. Was sieht man dort? Man sieht eigentlich das Typische, was wir bei Synästheten sehen. Bei ihr speziell ist es so, dass zwei Hirngebiete ganz eng miteinander verbunden sind. Sie sehen auf diesem Bild
in Rot, jene Hirngebiete, die sehr stark miteinander verbunden sind, im Vergleich zu den Gebieten, die blau eingezeichnet sind. Das sind übrigens die Verbindungen im Hörkortex von absolut hörenden Musikern, die auch schon toll sind. Mhm. Und bei den Verbindungen von Frau Sulzer sehen Sie, diese Verbindungen gehen sehr stark in die Mitte des Gehirns. Da befindet sich ein Gebiet, das nennen wir die Insel. Und dieses Inselgebiet ist für die Geschmackswahrnehmung zuständig. Hochinteressant. Wie viele Leute haben das Phänomen? Also insgesamt alle Synästheten, wenn man alle Varianten zusammenzählt, kommen wir auf ungefähr 1%. 20% dieser Synästheten haben eine Tonfarbsynästhesie. Sie hat auch eine Tonintervall-Geschmackssynästhesie. Und da ist sie bislang die einzige auf der Welt, die über diese Fähigkeit verfügt. Dankeschön vielmals, Herr Jenke. Und jetzt sind Sie da, Elisabeth Sulzer. Das kennen wir alle. Es gibt aber auch eine medizinische Hypnose. Und heute machen wir etwas ganz Außergewöhnliches. Wir wollen nämlich messen, was ist der Unterschied vom einen zum anderen. Hier sehen Sie den Dr. Daniel Roth, Zahnarzt. Er hat seine Probandin schon in Hypnose, würde ich einmal sagen. Auf meiner linken Seite ist der Gabriel Palacios. Sie sind ehemals Show-Hypnotiker gewesen. Heute machen sie auch nur noch therapeutische Hypnose, aber heute machen sie eine Ausnahme. Und da ist jemand, ich weiss jetzt gar nicht, sind Sie noch wach? Ich bin wach, ja. Sie sind noch ganz wach. Sie tun Sie jetzt quasi Blitz versenken. Das dürfen Sie gerade machen, Herr Palacios. Ganz genau. Es ist ein Verfahren, das früher auf der Show sehr gang und gäbe war in der Show. Aber heutzutage sind sämtliche Therapieausbildungen wirklich ein wichtiges Kernmerkmal ist in der Induktion. Ja. Selbst im medizinischen Bereich hat das angewendet. Ich würde das jetzt mit dieser Blitzinduktion in Trance versetzen. Es ist eigentlich schon jetzt in einer leichten Trance, schon von ganz allein. Ja. Aber ich würde jetzt kurz Induktion einleiten. Kannst du bitte kurz auf deine Stirn die deine Augen öffnen? Jetzt? Sehr gut. Kannst du bitte kurz deine linke Hand auf meine Hand drauflegen? Sehr gut. Und die Hand ganz fest abdrücken. Noch fester. So fest wie nur möglich. Sehr gut. Und bitte die Fingerspitze auf meinen Mittelfinger fokussieren. Nur mit den Augen fokussieren. Sehr gut. Nur die Fingerspitze mit den Augen fokussieren. Zählen von drüben bis null. Bei null angelangt sinkst du in einen wunderschönen Zustand vollkommener Entspannung. Stell dir vor, du sinkst zurück in deine wunderschönen Ferien, in deine letzten Ferien, wo du gehabt hast. 3, 2 und schlaf. 3 immer tiefer, 2 immer träger, 1 immer müder. Mit dem Ein- und Ausatmen sind ganz, tiefer ganz und tiefer. Schnell. Da hingegen geht es nicht so schnell. Herr Roth, wieso geht die therapeutische Hypnose nicht so blitzschnell? Das Ziel ist das gleiche wie in der Blitzhypnose, aber der Weg ist ein anderer. Man kann entweder den Lift nehmen oder einfach die Stege gehen. Also Sie machen alles ein bisschen langsamer. Genau. Was sind Anwendungen in der Medizin? Patienten, die irgendwelche Probleme haben, Schluckbeschwerden, Würgereflex, die Angst haben, Anästhesie, Schmerzkontrolle, aber auch zum Beispiel eine Wundheilung fördern. Lässt sich jeder Mensch hypnotisieren? Grundsätzlich ist jedes lernfähige Lebewesen hypnotisierbar. Aber man sagt, rund 80% lassen sich sozusagen auf Kommando in den Zustand versetzen. Man muss es halt wollen und auch glauben können und auch vertrauen können. Und es gibt gewisse Menschen, die haben halt nicht so alle Voraussetzungen. Sie hat den Willen, den Glauben zu vertrauen. Sie hat zwar darum den Zustand, ist es auch gegangen, genau. Aber jetzt wollen wir natürlich auch den Unterschied kennenlernen. Der Professor Jenke möchte ich zu mir beten. Man sieht nämlich, beide Frauen haben eine Haube an mit Elektroden, weil die Hirnströme werden hier gemessen. Herr Jenke, gibt es jetzt einen Unterschied, den Sie an den Hirnströmen können feststellen? Ja, ich muss das mal ganz kurz erläutern. Wir messen hier das EEG. Ja. Das sind die Schwingungen des Gehirns, der Hirnaktivität. Wir nennen es die Oszillation. Und da kann man verschiedene Frequenzbänder unterscheiden. Genau. Wichtig sind zwei. Theta, das ist 4 bis 8 Hertz. Und wir sehen hier Folgendes. Bei der Dame hier sehen Sie wiederum diese starken Theta-Aktivierungen, die Sie hier also erkennen. Die ist typisch im Grunde genommen. Genau das Rote hier. Mhm. Und Sie sehen hier durchgängig alles blau, nichts rot. Wiederum sehr stark hier unten auch Delta. Gelegentlich sieht man hier so große Amplituden, die eigentlich tiefschlagen. Aber Herr Jenke, ist jetzt das ein Unterschied oder nicht?
Ja, wir hatten das ja schon mal heute gehabt. Es ist in der Tat ein Unterschied. Ich muss allerdings sagen, die Menschen sind unterschiedlich gut hypnotisierbar. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut hypnotisierbar und andere wiederum nicht so gut. Ja, wir haben noch gar nie gehört, was ist Hypnose? Hypnose heisst, man hat ein selektiv erhöhtes Denken, also eine Aufmerksamkeit, man nennt es oft auch Trance oder ein Fokus. Und in diesem Fokus kann man Gefühle und Vorstellungen zulassen. Natürlich in Verbindung jetzt in diesem Kontext mit einer kognitiven, psychischen Entspannung. Mhm. Und jeder Mensch ist im Grunde hypnotisierbar, aber es gibt halt... Aber man muss wählen, oder? Ja, und nicht jeder Mensch spricht auf jede Induktion gleich an. Mhm. Es gibt auch Menschen, die sprechen besser auf eine Blitzinduktion als andere, die sich lieber progressiv, wie man so schön sagt, einleiten. Jetzt nimmt mich noch etwas Wunder. In der Recherche zu dieser Sendung haben wir herausgefunden, dass ganz viele Mediziner sich sperren gegen Showhypnose und gar nicht davon wissen wollen, was ist das? Ich denke, in der Showhypnose macht es natürlich den Eindruck, man ist manipuliert, man hat keinen Willen mehr, man ist willenlos, man macht das, was der Hypnotiseur sagt. Mhm. In der medizinischen Hypnose fängt eigentlich der Therapieteil erst dann an. Und die Einleitung, die Blitzhypnose, das ist rein eine Einleitung. Mhm. Und die medizinische Hypnose fängt dann an. Jetzt können Sie die beiden Damen aufwecken. Und von Ihnen möchte ich aber noch wissen, wieso hilft die Hypnose gegen Schmerzen? Man muss es so vorstellen. Hypnose kann man medizinisch, neuropsychologisch oder neurophysiologisch erklären. In Hypnose befindet sich das Gehirn in einem Zustand, wo gewissermaßen die sensorischen Hirngebiete deaktiviert sind. Mhm. Die sind gehemmt, sodass von außen nichts reinkommt und das Gehirn beschäftigt sich quasi mit sich selbst. Mhm. Und was auch noch wichtig ist zu bedenken, Informationen, die reinkommen, werden gewissermaßen blockiert und inhibiert. Und das so die Schmerzen. Und deswegen wird auch der Schmerz sehr oft unterdrückt. Jetzt will ich gerade schauen, sind Sie wach? Wie geht es Ihnen? Gut. Haben Sie etwas gemerkt vom Ganzen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Mm-mm. Und wie ist es bei Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Haben Sie etwas gemerkt vom Ganzen? Ja. Was haben Sie gemerkt? Dass ich einfach so richtig abwesend war. Aber von uns haben Sie nicht viel gehört? Nein. Also einfach... Grossartig, dass Sie mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen grossen Applaus. Merci Ihnen auch. Und es geht weiter mit Experimentieren. Da sind Sie schon dran. Christian Pfeiffer, was haben Sie vor mit uns? Ein Experiment zur Körperwahrnehmung. Ja. Also von der optischen Illusion zu einer optisch-taktilen Illusion, Gummihandillusion. Okay, und wer sitzt da? Muss ich gerade schnell fragen. Wie ist Ihr Name? Verena. Und Sie lassen sich jetzt auf das Experiment ein, dann starten wir doch gerade. Okay. Also da liegt eine Plastik. Also, genau. Eine Plastikhand. Und die wird jetzt gestreichelt. Also mit diesem Pinsel. Spüren Sie etwas? Ja. Das ist jetzt spannend, was da passiert. Jetzt wird hier noch ein bisschen gestreichelt. Und jetzt? Wie fühlt sich das an? Die wie ist Berührung? Das? Ja, also viel fühlt es sich an. Und fühlt sich etwas an wie Ihre eigene Hand? Oder man muss noch ein bisschen warten, weil man, es fühlt sich schon an wie die eigene Hand, aber ich muss ein bisschen fester drauf schauen. Okay, dann schauen Sie jetzt nochmal ganz genau hin. Ja. Oh. Und jetzt? Was ist jetzt passiert? Das ist unangenehm. Ich habe es wirklich gemeint, er schlägt auf meine Hand. Schon, oder? Ja. Haben Sie wirklich gemeint? Wow, wow. Jetzt will ich also wissen, Herr Pfeiffer, wieso das? Wieso was passiert das? Wieso da? Das? Nun, in diesem Experiment versuchen wir herauszufinden, wie bekommen wir das Gefühl für den eigenen Körper? Wo kommt das her, das Körpergefühl? Ja. Und in diesem Experiment können wir halt zeigen, dass visuelle und taktile Reizung, wenn sie gleichzeitig nun präsentiert wird, dass das Gehirn diese Signale verbindet miteinander und das Gefühl gibt, dass sogar eine Gummihand die eigene Hand. Also quasi Ihres Hirn meint, die Gummihand ist Ihre eigene Hand. Ja. Jetzt könnte man sagen, für was machen Sie das eigentlich? Also grundlegend wollen wir verstehen, wie das im Gehirn geschieht, nicht wahr? Wie wir das Gefühl für den eigenen Körper bekommen. Das kann man auch zur Schmerztherapie anwenden. Wie denn? Zur Entwicklung von intelligenten Prothesen.
Okay. Zum Beispiel. Aber zum Beispiel bei Phantomschmerzen, das weiss ich, können Sie das auch brauchen? Können Sie mir erklären, wie und warum das funktioniert? Ja, beim Phantomschmerz, da fehlt nun der Input ins Gehirn, nicht wahr? Die Hand ist abgetrennt und das ist oft sehr schmerzhaft für Patienten. Mhm. Und durch solche sensorische Reizungen kann man nun das Gefühl zurückgeben, da wäre eine Hand, mhm. Und der Schmerz löst sich auf. Mhm. Also es gibt man dort eine lernt enge... tatsächlich etwas. Dankeschön vielmals, Herr Pfeiffer, und herzlichen Dank fürs Mitmachen. Stellen Sie sich vor, Sie können Gedanken lesen. Geht das überhaupt? Das werden wir jetzt herausfinden. Bei mir ist Frau Professor Nicole Wenderoth. Sie machen jetzt mit Philipp ein Experiment. Um was geht es da? Es geht tatsächlich darum, um die Gedanken von Philipp zu lesen. Das ist eine Technik, die besonders wichtig ist für Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, die ihre Muskeln nicht mehr bewegen können. Das liegt daran, wenn wir sprechen, wenn wir uns die Hand geben, das geht alles nur, weil wir Muskeln aktivieren. Und wenn das weg ist, kann man nicht mehr mit seiner Umgebung interagieren. Mhm. Das, was wir hier machen, ist, wir probieren jetzt, die Ideen und Gedanken von Philipp direkt von seinem Hirn zu lesen. Mhm. Also er darf sich gar nicht bewegen, nur mit dem Hirn. Also dann machen wir doch das gerade. Genau, er darf sich nicht bewegen. Was wir jetzt hier machen, ist, wir haben verschiedene Symbole. Mhm. Und wir fragen den Philipp, sich einfach auf eins der Symbole zu konzentrieren und uns damit zu sagen, was er eigentlich gerne machen möchte. Mhm. Schauen wir mal. Gleich sieht man, die Symbole, die fangen an zu flickern. Und der Philipp, der schaut eigentlich nur auf das, was er machen möchte und zählt, wie häufig sich das Symbol verändert. Und dadurch verändert sich Aktivität in seinem Gehirn. Das wird gemessen mit der Kappe, die er trägt. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, er möchte sich keinen Film anschauen. Hat es geklappt oder nicht? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Wirklich Film anschauen. Ja. Aber ich verstand es trotzdem nicht. Das macht er rein mit Gedanken. Genau, also da gibt es einen Trick. Immer wenn so ein Symbol sich verändert und flickert, dann flickert es auch im Gehirn von Philipp. Mhm. Und die Kappe, die liest sozusagen das Signal und erkennt dadurch, welches Symbol er sich angeschaut hat und worauf er sich konzentriert hat. Das heißt, der Philipp, der macht nichts, der schaut einfach irgendwo hin, zählt, wie häufig sich das Symbol verändert und wir lesen seine Gedanken. Aber wem nutzt das? Am wichtigsten für Patienten, die sich halt nicht mehr bewegen können, die anders keine Möglichkeit hätten, uns mitzuteilen. Ja, also sie könnten über einen Computer etwas auslösen. Aber wenn jetzt das funktioniert, gibt es denn auch Gedankenlesen von Mensch zu Mensch? Im Moment noch nicht wirklich. Aber Sie könnten sich das vorstellen? 10 Jahre. Okay, aber es tut sich gut. Genau. Dankeschön vielmals, Philipp. Wir gehen schon einen Schritt weiter. Da wartet auf uns der Herr Marinković. Herr Marinković, Sie haben einen schweren Unfall gehabt und mit Ihrer rechten Hand haben Sie grosses Problem gehabt. Genau. Und haben Sie dann amputieren lassen zugunsten von dieser Prothese? Richtig. Was ist jetzt anders mit der Prothese? Das ist ja ein rechter Schritt, oder? Ich lasse meine eigene Hand wegmachen zugunsten von einer Prothese. Wieso haben Sie das gemacht? Weil nach dem Unfall habe ich überhaupt keine Funktion mehr gehabt. Also die Handfunktion ist komplett ausgeblieben. Mhm. Und rein medizinisch war nichts mehr zu machen. Und das war halt der einzige Weg, sozusagen, den ich habe. Wieder die können brauchen, die rechte Hand. Jetzt wollte ich natürlich wissen, könnten Sie jetzt hier Wasser einschenken mit dieser Hand? Also, dann wollen wir das sehen. Das ist eine grosse Leistung, die Sie da machen. Das ist sensationell. Und das Verrückte ist, Sie machen das alles mit dem Hirn. Frau Wenderoth, wie muss ich mir das vorstellen? Also was bei dem Miro passiert ist, ist, dass eigentlich seine Nerven geschädigt waren. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Gehirn und den Muskeln war zerstört. Mhm. Und die Kollegen in Wien, die haben die Nerven wieder rekonstruiert, haben sozusagen diese Verbindung wiederhergestellt. Mhm. Sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich einen Muskel aus seinem Bein genommen, in seinen Arm implantiert, mit den Nerven verbunden. Mhm. Und der Miro hat dann ziemlich lange geübt, um diesen neuen Muskel zu kontrollieren. Und jetzt kann er den so genau kontrollieren, dass die Muskelsignale von der Prothese gelesen werden und dass er dann zum Beispiel die Flasche hochheben. Ja, aber eine unglaubliche Leistung, das kommt aber auch nicht von heute auf morgen. Wie lange haben Sie müssen üben? So ungefähr ein halbes Jahr habe ich schon trainieren müssen, bis die Signale richtig gut sind und auch getrennt werden können. Können Sie mir auch die Hand geben? Ja. Also machen wir das auch einmal.
Ui, mich gar nicht rein. Aha, jetzt? Ich sage Dankeschön vielmals, dass Sie bei uns waren. Fantastisch. Merci vielmals. Jetzt wollen wir noch mehr wissen. Wir gehen einen Schritt weiter. Frau Wenderoth, wir wollen wissen, ob man das Hirn auch manipulieren kann. Und Sie machen jetzt wieder ein Experiment mit uns. Das heisst, mit einem von Ihren Doktoranden. Genau. Um was geht es da? Das ist der Michel und wir wollen jetzt zeigen, dass man tatsächlich von außen das Gehirn beeinflussen kann. Und ungefähr hier hat der Michel sein Bewegungszentrum und wir haben hier ein kleines Gerät mitgebracht, womit wir sein Bewegungszentrum stimulieren können. Was der Michel jetzt gleich macht, ist, er macht eine kleine motorische Aufgabe. Und zwar wird er mit dem Daumen die verschiedenen Fingerspitzen berühren. Mhm. Die hier sind, können auch mal mitmachen. Und wir haben es auch noch ein bisschen schwerer gemacht. Er wird jetzt mit seiner rechten Hand beim Zeigefinger beginnen und mit seiner linken Hand wird er beim kleinen Finger beginnen. Und mhm. dann wieder die Finger tippen. Nicht so einfach, ganz verkehrt. Können Sie das mal schnell machen für uns? Also der Michel hat ungefähr 2 Wochen geübt, um das jetzt hier so machen zu können. Das ist großartig, aber jetzt, den Sie ihn noch stören, was genau. machen Sie genau? Dann schauen wir mal, ob wenn wir jetzt sein Zentrum für Bewegung stören, schauen wir mal, was mit seinen Fingern passiert. Er zuckt zusammen. Er geht aus dem Rhythmus. Genau, also es ist relativ schwierig, das zu machen. Und was ist das? Magnetstimulation? Genau, das ist Magnetstimulation. Das heißt, hier wird ganz kurzfristig ein magnetisches Feld erzeugt. Ja. Das gelangt an seine Gehirnzellen und sorgt dafür, dass die Gehirnzellen in dem Moment aktiviert werden, obwohl der Michel das gar nicht möchte. Meinen Sie gestört, Herr Wald? Die macht das weh? Nein, das macht nicht weh, nein. Also wie fühlt sich das da? Ich spüre einen kleinen Impuls am Kopf, da wo mhm. die Spulen ist, und natürlich die Muskelkontraktion, die gegen meinen Willen sozusagen ausgeführt wird. Mhm. Jetzt könnten Sie uns vorwerfen, was machen jetzt die hier im Fernsehen? Für was ist das? Also sowas wird eigentlich entwickelt für Patienten und für die Klinik. Mhm. Und natürlich haben wir jetzt gezeigt, dass wir eigentlich dem Michel was aufdrängen, was er gar nicht möchte, wofür man das aber auch benutzt. Mhm. Wenn man zum Beispiel Schlaganfallpatienten hat, dass man probiert, das Gehirn optimal funktionieren zu lassen. Patienten müssen zum Beispiel wieder lernen, ihre Hand zu benutzen, mhm. dadurch, dass sie einen Schlaganfall hatten. Und wenn wir die richtige Magnetstimulation machen, dann denken wir, dass die Patienten schneller lernen. Schneller sind. Also sie werden nicht mehr können, aber sie können schneller. Aber es kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn, Magnetstimulation, wir haben ständig das Handy am Kopf, hätten das auch einen Einfluss? Einen ganz anderen Einfluss als die Magnetstimulation, die wir hier benutzen. Mhm. Und der Grund ist, dass erstens das magnetische Feld, was wir hier produzieren, viel, viel stärker ist. Mhm. 500.000 Mal stärker ist mhm. als beim Handy. Und auch, dass es ein sehr kurzes, starkes Feld mhm. ist. Dankeschön vielmals. Und das heisst, dass wir weiter telefonieren können. Unbesorgt, ja. Unbesorgt. Merci vielmals am Team von der Frau Professor Wenderoth. Es ist faszinierend, was das Hirn mit uns alles anstellt. Und ich bin überzeugt, dass die Forscher noch ganz viel werden herausfinden. Wir bleiben dran und wir halten Sie auf dem Laufenden, wie immer, am Samstag zu oben, um 10 ab 6 Uhr bei Gesundheit heute. Wir sind hier damit am Ende der Sendung und ich sage jetzt Maestro Musica.
Es kann eine große Belastung sein, wenn Angehörige ihre kranken Familienmitglieder zu Hause pflegen. Was hilft, damit die Pflegenden nicht selber zum Pflegefall werden? Mehr darüber nächste Woche. Die Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin. Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik. Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Fernsehgespräch der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast, heute aus Stuttgart zusammen mit Marco Ferber. Die Moral, so scheint es, hat Konjunktur. Politiker stolpern, weil sie moralisch versagt haben. Im Gefolge der Finanzkrise standen die Banken und Banker am Moralpranger. Und auch wir fordern gerne Moral ein, bevorzugt bei anderen. Unser heutiger Gast hat sich intensiv mit Fragen der Moral und dem Verhältnis von Moral und Freiheit beschäftigt, als Dozent, Forscher und vielfacher Autor. Wir begrüßen Philosophieprofessor Ottfried Höffe aus Tübingen. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Höffe, bei NZZ Stammtisch. Herzlichen Dank. Herr Höffe, Moral hat Konjunktur. Das sollte den Moralphilosophen freuen, oder? Es muss sie nicht freuen. Es könnte ja Konjunktur haben, weil das wie beim Arztbesuch ist. Eine schlechte Diagnose macht den Arztbesuch notwendig und eine Therapie, aber hat man ungern. Also die Konjunktur könnte in die Richtung weisen, aber ich glaube das nicht. Man redet nicht nur viel über Moral, man fordert sie auch ein. Und schauen wir mal auf einen Kernbereich, die Rechtsmoral. Das ist nicht der Fall. Mhm. Ich brauche das, um eine Ganzheit zu erleben. Mhm. Und das ist das Wesentliche, das ist im theologischen Feld genauso. Wir brauchen eine Ganzheit zu erfahren. Und da ist das Hirn, so fasse ich es halt auf, ein Instrument. Mhm. Aber was ich als Theologe würde zusagen, was wichtig ist natürlich, das Bewusstsein, dass auch eine Theologie, auch eine Philosophie angewiesen ist auf ein Hirn, das bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte Fähigkeiten hat und von dort her auch eine Konditionierung erfahrt. Mhm. Nur, Herr Koller, das Hirn oder beziehungsweise Gott bestimmt vor, könnte man sagen. Aber wir bestimmen ja irgendwie auch mit. Wie geht das? Ja, das ist eine uralte Frage, die Jahrtausende schon Menschen bewegt, die Religionen bewegt, alle Religionen eigentlich bewegt. Wir haben ja besonders pointierte Fassung davon von Jean Calvin, also von Johannes Calvin, der sagt, Gott weiß alles voraus. Also weiß er doch auch, wie ein Mensch mal reagiert, wenn das und das passiert. Mhm. Also ist der Mensch letztlich gerne frei, weil Gott hat ja schon vorausgewusst, wie er reagiert. Und von dort her gesehen, sagt, man sagt ihm die sogenannte Prädestination, die Vorausbestimmung. Mhm. Aber interessant finde ich eben jetzt im Vergleich zu der Hirnforschung, interessant finde ich, dass keine Religion wegen dem zum Beispiel die 10 Gebote abgeschafft hat oder die 5 Säulen vom Islam oder die 2 Liebesgebote. Das heisst, die Religionen haben den Mensch trotzdem als Verantwortlichen, der nach bestimmten Geboten handeln soll, wahrgenommen und haben ihm insofern die Freiheit nicht weggenommen, sondern sie haben... Aber ich bin schon verantwortlich für mein Handeln. Ja, das sagen auch alle Religionen, obwohl natürlich, wenn ich ganz streng bin und wenn ein Muslim sagt, Inshallah, wenn Gott will, naja, dann muss ich ja nichts mehr machen, dann macht ja das Gott. Aber die Religionen haben irgendwo dialektisch gesehen und haben dialektisch das angeschaut und ich würde theologisch jetzt einmal sagen, im Vergleich, wenn sie sich verlieben, kann man natürlich sagen, von außen gesehen,
ja, die ist dem Mann total hörig. Oder er hat nur noch die im Kopf, er ist total abhängig. Man kann es aber auch anders sagen. Man kann sagen, die blüht auf, seitdem sie verliebt ist. Oder er hat ganz neue Dimensionen in sich entdeckt. Und so sehe ich das Verhältnis von einem Gott, der gross ist, und von einem Menschen, der frei ist, dass die zwei Sachen sich gegenseitig ergänzen und zu einer neuen Blüte kommen. Ich möchte noch einen ganz kleinen Gumpf machen, Herr Kesselring. Es gibt Menschen, die haben Nahtoderfahrungen. Ja. Und das ist noch interessant, alle erleben das etwa gleich. Ist das echt oder ist das eine Täuschung? Also, ich habe selber so ein Erlebnis nicht gehabt, aber ich bin schon vielen Leuten begegnet, wo man die in einer immer ähnlichen darüber hinweggehen und das gleiche Leben weiterführen wie vorher, dann ist für mich nicht so glaubwürdig. Mhm. Aber ich kenne eben die, wo auch eben der alte theologische Begriff von dem Umdenken und Umwerten des Lebens erleben, nachdem so ein Nahtoderlebnis. Und dann kann es glaubwürdig werden für mich. Ich würde auf alle Fälle mir nie anmassen zu sagen, weil ich etwas ein bisschen vom Hirn verstand, muss ich sagen, das ist gar nicht möglich. Sondern es ist umgekehrt, dass ich denke, ich kann etwas vom Hirn verstehen, aber mich interessiert viel mehr, was andere in dieser Realität mir mit. Spannend, wir könnten noch viel weiter reden, machen wir jetzt aber nicht, das lassen wir jetzt gerade so stehen. Wegen dem freien Willen, dass wir nicht dürfen, weder Sie, Theologen, noch wir Neurowissenschaften, die Leute entmündigen, indem wir sagen, sie haben keinen freien Willen. Genau, der freie Wille muss bleiben. Bleiben Sie aber auch sitzen. Dankeschön vielmals, Herr Kesselring, und dankeschön vielmals, Herr Kohler. Bitteschön. Es gibt Menschen, die erleben Töne als Farbe oder sie schmecken sie auch. Und so steht gerade neben mir Elisabeth Sulzer. Das passiert Ihnen. Können Sie mir das beschreiben? Ja, also wenn ich einen Ton höre, dann sehe ich eigentlich so einen farbigen Strich. Mhm. Und wenn ich Musik höre, dann sind das Bilder. Und die suchen dann so wie so einen farbigen Nebel so an mir vorbei. Es wird hier hinten gerade umgebaut für das nächste Experiment. Sie haben uns ein Bild gemalt zu einem Popsong von Queen. Das wollen wir uns jetzt gerade anschauen. Mama, jetzt die Wellenbewegung oben, das ist die Singstimme. Und die Punkte, das ist das Klavier. Und jetzt setzt den gerade Schlagzeug ein, das ist der Schwarze. Und jetzt auch Schlagzeug unten, sieht man gut. Also die Vierecke unten. Genau, und im Hintergrund sieht man Farben. Das sind einfach, das ist dann die jeweilige Tonart. Ja. Ein hübsches Bild, was Sie uns hier gemacht haben. Dankeschön vielmals. Aber ich möchte Professor Jenke fragen, ist das einfach eingebildet oder ist das real? Existiert das wirklich oder ist das eine Täuschung? Nein, das ist ein Phänomen, das nennen wir Synästhesie. Man kann es auch Doppelwahrnehmung nennen. Diese Phänomene treten automatisch auf. Sie kann das überhaupt nicht unterdrücken. Und diese Phänomene hängen damit zusammen, dass bestimmte Hirnstrukturen besonders stark miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich die ganze neuroanatomische Grundlage. Das existiert. Wir werden es natürlich genau wissen. Ich möchte Sie gerade bitten, dort an Flügel zu gehen. Sie können also jeden Ton mit einer Farbe identifizieren. Jetzt machen wir doch gerade eine Probe. Blau, dann ist es ein G. Rot, dann ist C. Gelb, D. Das haben Sie abgemacht miteinander. Ich will schnell probieren. Gelb. Nicht in der Natur so verbunden sind. Und umgekehrt aber auch schlechter in anderen Aspekten. Man fragt sich auch, wo ist eigentlich das Gedächtnis im Hirn? Wir haben ein Hirn hier parat. Wo liegt das Gedächtnis? Also natürlich sind, wie alle Leistungen, das ganze Gehirn wichtig, aber vor allem der Schläfenlappen ist wichtig. Dort sind Strukturen, die wir kennen, die wichtig sind, dass man sich keine neue Gedächtnisinhalte merken kann. Was die beiden Frauen jetzt hier hinter uns machen, ist das Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis? Wahrscheinlich ist es beides. Wir haben so 90 Sekunden. Man sagt, das Kurzzeitgedächtnis geht etwa 30 Sekunden und dann geht es ins Langzeitgedächtnis. Also ein Teil wird Kurzzeit sein und ein anderer Teil bereits Langzeit. Ich höre hier immer noch ein bisschen schwätzen. Also wahrscheinlich die ersten Sachen doch sprudeln und dann geht es langsam. Wie kann man denn noch mal etwas vorholen? Das ist dann wahrscheinlich entscheidend, dass man eine Strategie benutzt hat und dass einem das vielleicht noch einmal hilft, ein paar weitere Gegenstände können zu nennen. Also zum Beispiel? Also wenn jetzt die Banane war, ist, dass dann halt Ananas kommt. Ja, also dass man denkt, Früchte oder was ist, ja, ist irgendetwas genau. Im Badezimmer oder etwas? Nicht einfach wild suchen, sondern ein bisschen Technik haben beim Suchen. Die Zeit ist wirklich abgelaufen, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Ich möchte gerade beide
Psychologinnen zu uns beten, um die Resultate anzuschauen, Herr Monsch. Wow, ah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Und jetzt natürlich Ihnen beiden herzlich willkommen. Kommen Sie doch bitte zu uns. Wie war das gewesen? Das möchte ich jetzt doch noch wissen. Ist es schwierig gewesen? Sie dürfen gerade hier vorne stehen. Ja. Ja, sicher. Mhm. Ist es schwierig gewesen? Ja, also nicht schwierig, sondern eine gewisse Nervosität ist schon da. Also weil du alle so zuschauen, oder? Ja. Wie war es für Sie gewesen? Ja, es war halt anders gewesen als im Korb, weil es so durchgelaufen ist. Ja. Und dann ist fokussiert auf ein Produkt und dann kommt schon das Nächste. Ja. Und als ich es im Korb hatte, konnte man es halt anlängen, Gruppen bilden. Was denken Sie, wer ist besser? Ich kann es nicht schätzen. Ja, du musst doch wissen, Herr Monsch. Was ist rausgekommen? Sehr hoch, ausgezeichnete Leistung. Also, Monika Rösch hat 18 Gegenstände gewusst. Das ist ein ausgezeichnetes Resultat. Aber noch besser ist Rebecca, gesehen, wo 21. Bravo! Schön! Jetzt haben wir natürlich auch noch einen ganz schönen Preis für Sie parat. Und zwar kriegen Sie unseren guten Launenduft, der animiert. Hier wird er Ihnen gerade überreicht. Das ist unser Duft, der hat Essenzen, die glücklich machen. Also nicht traurig sein, wie Sie zwei sind. Sie haben das wunderbar gemacht und hier ist der Blumenstrauß. Und Sie haben einen irrsinnigen ersten Preis. Sie kriegen nämlich für zwei Personen zwei Übernachtungen im Grand Ressort Bad Ragaz. Und dabei ist natürlich das Morgenessen auch dabei und der Zugang zum Spa. Ich wünsche Ihnen viel, viel Vergnügen und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen und Ihnen für die eine grosse Leistung, die Sie da machen. Das ist sensationell. Und das Verrückte ist, Sie machen das alles mit dem Hirn. Frau Wenderoth, wie muss ich mir das vorstellen? Also was bei dem Miro passiert ist, ist, dass eigentlich seine Nerven geschädigt waren. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Gehirn und den Muskeln war zerstört. Mhm. Und die Kollegen in Wien, die haben die Nerven wieder rekonstruiert, haben sozusagen diese Verbindung wiederhergestellt. Mhm. Und sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich einen Muskel aus seinem Bein genommen, mhm, in seinen Arm implantiert, mit den Nerven verbunden. Mhm. Und der Miro hat dann ziemlich lange geübt, um diesen neuen Muskel zu kontrollieren. Und jetzt kann er den so genau kontrollieren, dass die Muskelsignale von der Prothese gelesen werden und dass er dann zum Beispiel die Flasche hochheben. Ja, aber eine unglaubliche Leistung, das kommt aber auch nicht von heute auf morgen. Wie lange haben Sie müssen üben? Ja, so ungefähr ein halbes Jahr habe ich schon trainieren müssen, bis die Signale richtig gut sind und auch getrennt werden können. Können Sie mir auch die Hand geben? Ja. Also machen wir das auf einmal. Ui, mich gar nicht rein. Aha, jetzt? Ich sage Dankeschön vielmals, dass Sie bei uns sind. Fantastisch. Merci vielmals. Jetzt wollen wir noch mehr wissen. Wir gehen einen Schritt weiter, Frau Wenderoth. Wir wollen wissen, ob man das Hirn auch manipulieren kann. Und Sie machen jetzt wieder ein Experiment mit uns. Das heisst, mit einem von Ihren Doktoranden. Genau. Um was geht es da? Das ist der Michel und wir wollen jetzt zeigen, dass man tatsächlich von außen das Gehirn beeinflussen kann. Und ungefähr hier hat der Michel sein Bewegungszentrum. Und wir haben hier ein kleines Gerät mitgebracht, womit wir sein Bewegungszentrum stimulieren können. Was der Michel jetzt gleich macht, ist, er macht eine kleine motorische Aufgabe. Und zwar wird er mit dem Daumen die verschiedenen Fingerspitzen berühren. Mhm. Die hier sind, können auch mal mitmachen. Und wir haben es auch noch ein bisschen schwerer gemacht. Er wird jetzt mit seiner rechten Hand beim Zeigefinger beginnen und mit seiner linken Hand wird er beim kleinen Finger beginnen. Und dann wieder die Finger tippen. Nicht so einfach, ganz verkehrt. Können Sie das mal schnell machen für uns? Also der Michel hat ungefähr 2 Wochen geübt, um das jetzt hier so machen zu können. Das ist großartig, aber jetzt den Sie ihn noch stören. Was genau machen Sie genau? Dann schauen wir mal, ob wenn wir jetzt sein Zentrum für Bewegung stören, schauen wir mal, was mit seinen Fingern passiert. Er zuckt zusammen. Er geht aus dem Rhythmus. Genau, also es ist relativ schwierig, das zu machen. Und was ist das? Magnetstimulation? Genau.
Das ist Magnetstimulation, das heißt... An das farbigen Punkt außen rumlaufen. Die sehen auch irgendetwas, einfach ein bisschen anders. Sie dürfen gerade mit mir kommen. Weil mich interessiert noch mehr von dieser ganzen Sache. Hier haben wir ein Gestell. Und wenn man das von vorne anschaut, da hat es zwei Löcher drin. Und wenn ich jetzt doch eigentlich schön so einen Stab durchdrehe, ich kann den Stab auch von hier durchdrehen. Ja. Und Sie können etwas ganz Besonderes. Aber jetzt schiebe ich das von dieser Seite durch und er scheint sich zu biegen, der Stab. Er geht durch dieses und durch das Quadrat durch. Und was ist jetzt da passiert? Das müssen Sie auflösen. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die haben hier im Studio was gebastelt aus Holz. Ich drehe das mal um. Das sind schräge Holzteile, die sind so ein bisschen verzerrt, dass sie aus der richtigen Richtung aussehen, wie in dieser Ebene angeordnete Quadrate. Also auch eine Täuschung. Kann das Hirn Dreidimensionalität nicht wahrnehmen? Ja, also zunächst mal ist das Bild im Auge ja sowieso zweidimensional. Und die dritte Dimension, die erfindet unser Gehirn eigentlich dazu. Wie überhaupt laufend unser Sehen aus wenig Umweltinformationen im Kopf eine eigene Welt rekonstruiert. Mhm. Es interpretiert laufend das Gehirn. Genau, ich will noch mehr wissen. Wir haben noch etwas parat. Man sieht jetzt hier blaue Stäbchen. Und wenn ich die genau anschaue, dann dunkelt es mir, die bewegen sich paarweise. Ja, ja, gerade gegenüber. Ne? Gerade gegenüber, das stimmt doch. Aber wenn man jetzt hier ein grünes Viereck in die Ecke legen, dann passiert etwas ganz anderes. Ich sehe jetzt, das ganze Viereck bewegt sich miteinander. Da, wer ist jetzt recht? Das also, Ganze oder die Parallele? Tatsächlich bewegt sich ein großes blaues Karo. Mhm. Und es ist ja überhaupt eine Leistung des Gehirns, dass es die weit voneinander entfernten blauen Linien in Beziehung bringt. Mhm. Ja, dass man, die gehören ja irgendwie zusammen, weil die gemeinsames Schicksal haben, sich gemeinsam bewegen. Mhm. Und wenn jetzt die Abdeckungen, die jetzt grün sind, wenn die grau sind, also unsichtbar, dann entstehen Enden der Linien, die keinen Sinn machen. Und dann ist die Deutung Karo, großes blaues Karo, nicht mehr so plausibel wie es sind unabhängige Doppelstangen. Mhm. Also man kriegt da irgendwo auch Orientierung, man hat noch etwas parat. Und zwar geht es jetzt hier um Pünktli. So sieht das aus. Das sieht fast ein bisschen aus wie ein Sternenhimmel. Oder ja, oder einen Tannenbaum. Aber sobald die laufen, jetzt laufen sie schon. Ja. Und da erkenne ich deutlich, das sind zwei Menschen. Wieso kann ich aus Punkt zwei Menschen erkennen? Also zunächst mal waren das ursprünglich tatsächlich Menschen, denen man an entsprechenden Körperstellen Lämpchen angebracht hat. Da hat man das im Dunkeln gefilmt. Mhm. Aber es ist eben das Bemerkenswerte, dass mit so wenig Informationen, nur ein paar Punkte, sehen wir eine komplette Gestalt. Mhm. Und das gehört wieder dahin. Unser Gehirn erfindet was dazu. Und diese speziellen Bewegungsabläufe, ja, die eben Glieder haben, weil dazwischen entsprechende Knochen und Muskeln sind, die kennen wir als Bewegung von menschlichen Gestalten. Ja. Und die werden sofort. Wenn man Frauen und Männer vergleicht, ja, sie sind ein bisschen besser, vor allem in verbalen Gedächtnisaufgaben sind Frauen besser, Männer sind besser in anderen Aspekten. Es gibt einen kleinen Geschlechtsunterschied. Männer können visuell spaziale Aufgaben, sind sie besser räumliches Denken, so als Gruppe. Mhm. Wie gut ist Ihr Gedächtnis? Wahrscheinlich sehr durchschnittlich. Ich tue das nicht wirklich üben, aber wahrscheinlich wird das durchschnittlich Aber man kann das Gedächtnis auch trainieren. Was ist sinnvoll? Was soll man machen? Entscheidend ist, use it or lose it. Das ist ganz wichtig. Das Gehirn soll man immer brauchen, sonst tut das Gehirn sich wie abmelden. Mhm. Und wichtig ist, dass man etwas macht, wo man Freude daran hat. Jetzt haben wir gerade gehört, Zeit ist um. Jetzt geht es darum, die Gegenstände zu nennen. Und das dürfen Sie gerade aufnehmen. Und da haben Sie 60 Sekunden Zeit und los geht's. Gibt es eigentlich auch demografische Unterschiede? Also gewisse Völker, die quasi besseres Gedächtnis haben wie andere? Mir ist eine Studie bekannt mit den Ureinwohnern von Australien, mit den Aborigines. Mhm. Die sind sehr naturverbunden. Und man hat dort einmal einen Test gemacht, wo sie sich verschiedene Steine merken. Mhm. Und da sind sie wesentlich besser gewesen als die, die nicht in der Natur so verbunden sind. Und umgekehrt aber auch schlechter in anderen Aspekten. Man fragt sich auch, wo ist eigentlich das Gedächtnis im Hirn? Wir haben ein Hirn hier parat. Wo liegt das Gedächtnis? Also natürlich sind wie alle Leistungen das ganze Gehirn wichtig, aber vor allem der Schläfenlappen ist wichtig. Dort sind Strukturen, die wir kennen, die wichtig sind, dass man sich keine neue Gedächtnisinhalte merken kann. Was die beiden Frauen jetzt hier hinter uns machen, ist das
Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis? Wahrscheinlich ist es beides. Wir haben so 90 Sekunden. Man sagt, das Kurzzeitgedächtnis geht etwa 30 Sekunden und dann geht es ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Also ein Teil wird Kurzzeit sein und ein anderer Teil bereits Langzeit. Ich höre hier immer noch ein bisschen schwätzen. Mhm. Also wahrscheinlich die ersten Sachen, doch sprudelt es und dann geht es langsam. Wie kann man denn noch mal etwas vorholen? Das ist dann wahrscheinlich entscheidend, dass man eine Strategie benutzt hat und dass einem das vielleicht noch einmal hilft, ein paar weitere Gegenstände können zu nennen. Also zum Beispiel? Also wenn jetzt die Banane war, ist, dass dann halt Ananas kommt. Ja, also dass man denkt, Früchte oder was ist, ja, ist irgendetwas, genau, im Badezimmer oder etwas? Nicht einfach wild suchen, sondern ein bisschen Technik haben, ja, beim Suchen. Die Zeit ist wirklich abgelaufen, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Ich möchte gerade beide Psychologinnen zu uns bitten, um die Resultate anzuschauen, Herr Monsch. Wow, ah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Und jetzt natürlich Ihnen beiden herzlich willkommen. Kommen Sie doch bitte zu uns. Wie war das gewesen? Das möchte ich jetzt doch noch wissen. Ist es schwierig gewesen? Sie dürfen gerade hier hin stehen. Ja. Ja, sicher. Mhm. Ist es schwierig gewesen? Ja, also nicht schwierig, sondern eine gewisse Nervosität ist schon da. Also weil du alle so zuschauen, oder? Ja. Ja. Wie war es für Sie gewesen? Ja, es war halt anders als im Korb. Siegen kein freier Wille. Genau, der freie Wille muss bleiben. Bleiben Sie aber auch sitzen. Dankeschön vielmals, Herr Gesslerin. Und dankeschön vielmals, Herr Koller. Dankeschön. Es gibt Menschen, die erleben Töne als Farbe oder sie schmecken sie auch. Und so steht gerade neben mir Elisabeth Sulzer. Das passiert Ihnen. Können Sie mir das beschreiben? Ja, also wenn ich einen Ton höre, dann sehe ich eigentlich so einen farbigen Strich. Mhm. Und wenn ich Musik höre, dann sind das Bilder und die suchen dann so wie so einen farbigen Nebel so an mir vorbei. Mhm. Jetzt wird hier hinten gerade umgebaut für das nächste Experiment. Sie haben uns ein Bild gemalt zu einem Popsong von Queen. Das wollen wir uns jetzt gerade anschauen. Mama, jetzt die Wellenbewegung oben, das ist die Singstimme. Und die Punkte, das ist das Klavier. Und jetzt setzt den Schlagzeug ein, das ist der Schwarze. Und jetzt auch Schlagzeug unten, sieht man gut. Also die Vierecke unten. Genau, und im Hintergrund sieht man Farben. Das sind einfach, das ist dann die jeweilige Tonart. Ja. Ein hübsches Bild, was Sie uns hier gemacht haben. Dankeschön vielmals. Aber ich möchte Professor Jenke fragen, ist das einfach eingebildet oder ist das real? Existiert das wirklich oder ist das eine Täuschung? Nein, das ist ein Phänomen, das nennen wir Synästhesie. Mhm. Man kann es auch Doppelwahrnehmung nennen. Diese Phänomene treten automatisch auf. Sie kann das überhaupt nicht unterdrücken. Mhm. Und diese Phänomene hängen damit zusammen, dass bestimmte Hirnstrukturen besonders stark miteinander verbunden sind. Das ist ja eigentlich die ganze neuroanatomische Grundlage. Das existiert. Wir werden es natürlich genau wissen. Ich möchte Sie gerade bitten, dort an Flügel zu gehen. Sie können also jeden Ton mit einer Farbe identifizieren. Jetzt machen wir doch gerade eine Probe. Blau, dann ist es ein G. Rot, dann ist C. Gelb, D. Das haben Sie abgemacht miteinander. Ich will schnell probieren. Gelb, D. Braun, E. Braun, E. Ja. Rot, C. Gut. Und Sie schmecken etwas, wenn zwei Töne miteinander kommen. Das wollen wir auch wissen. Bitter, das ist eine grosse Sekunde. Salzig. Dankeschön vielmals, Herr Jenke. Wie ist denn das, wenn Sie an ein Konzert gehen? Da werden Sie berieselt von Farben und Geschmäcken. Das kann auch störend sein. Ja, zum Teil vielleicht schon. Also, wenn es moderne Musik ist, mit vielen Intervallen, dann stört das schon, weil dann wechselt der Geschmack ganz oft. Also dann ist es sauer und bitter und alles durcheinander. Ja. Wie haben Sie eigentlich gemerkt von dieser Fähigkeit? Bin ich gut gefördert worden und so hat sich das entwickelt. Aber hast du das Gefühl, du bist besser als andere? Oder merkst du das? Selber spürt man das, glaube ich, gar nicht. Das ist für dich normal. Ja. Wie ist es bei dir, Robert? Du hast auch mit 5 den ersten Preis gewonnen und jetzt schon viele abgeholt. Ja. Was bedeutet dir Klavierspielen? Ja, Klavierspielen ist natürlich für mich eigentlich das ganze Leben fast. Weil man hat einfach diese Freude an der Musik und das kann einem niemand nehmen. Und das, ja. Also wahnsinnig virtuos spielst du da. Ist das schwierig? Ja, das
das meinen Sie jetzt. Alles, was man kann, ist leicht. Alles, ja, das ist ja und alles, was man nicht kann, ist nicht so leicht. Ja. Aber deswegen, es braucht viel Übung, oder? Bitte? Es braucht viel Übung. Ja, das kommt auch ganz darauf an. Das ist individuell bedingt. Also. Und es variiert auch von Werk zu Werk. Es kommt alles von innen raus. Bei uns ist der Professor Jürg Kesselring. Was braucht es, damit ein Kind, 13, eine junge Frau, 17, eigentlich das Wissen hat von einem erwachsenen Profispieler? Es ist sehr interessant, sich vorzustellen, was ein Kind eigentlich schon aus einer anderen Welt sozusagen mitbringt. Das ist eine Glaubensfrage, aber ich glaube das natürlich, dass es das gibt. Was das Umfeld daheim auch ausmacht, man hat eine genetische Begabung, aber nachher geht es nur, wenn man übt. Also das ist ganz klar, das Talent allein nicht genügt. Das ist wie wenn wir etwas lernen, Französisch oder so. Wir müssen dahinter und Wörtchen lernen. Da wird nie Tabletten geben, wo man das einfach kann. Das Üben ist eine zentrale Funktion von unserem Hirn. Wie viel lieben Sie? Die Frage mag ich nicht so gern, aber bis zu 4 Stunden. Jeden Tag? Täglich, ja. Aber gibt es auch Ferien? Doch, doch, aber dann hat man eigentlich noch mit Zeit zum Üben und dann nutzt man das halt aus. Und gibt es nicht einen Moment, wo es einem auch ein bisschen stinkt? So direkt jetzt nicht, aber man kann halt immer wieder so eine Pause machen oder sich einfach auch mental darauf vorbereiten. Und du tauchst ganz stark ein ins Spielen. Merkst du gar niemanden da drum herum? Also ich blende eigentlich alle anderen Sinneswahrnehmungen aus und ich konzentriere mich nur auf meine Tätigkeit und... Wie hast denn du gemerkt, dass du das so gut kannst, Klavier spielen? Oh, ja, das ist eine interessante Frage. Also ich komme aus einer Musikerfamilie, beide meine Eltern sind Musiker. Und ich habe, als ich noch ganz klein war, keine 2 Jahre alt war ich, habe mein erstes musikalisches Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich einen Fuß auf die Tasten gesetzt. Und habe es gehört. Und das war der Anfang. Ja, also das war der Anfang. Dann hat sich alles so ergeben daraus. Ja. Verändert Musik das Hirn? Ja, da sind wir eigentlich schon überzeugt. Also Musikerhirne sehen auch in den Untersuchungsmethoden, Bildgebung und so, ein bisschen anders aus als unsere, die eben nicht Berufsmusiker sind. Man stellt sich zum Beispiel... Ist jetzt das ein Unterschied oder nicht? Ja, wir hatten das ja schon mal heute gehabt. Es ist in der Tat ein Unterschied. Ich muss allerdings sagen, die Menschen sind unterschiedlich gut hypnotisierbar. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut hypnotisierbar und andere wiederum nicht so gut. Ja, wir haben noch gar nie gehört, was ist Hypnose? Hypnose heisst, man hat ein selektiv erhöhtes Denken, also eine Aufmerksamkeit, man nennt es oft auch Trance oder einen Fokus. Und in diesem Fokus kann man Gefühle und Vorstellungen zulassen. Und natürlich in Verbindung jetzt in diesem Kontext mit einer kognitiven, psychischen Entspannung. Und jeder Mensch ist im Grunde hypnotisierbar, aber wenn man halt, wählen, oder? Ja, man und nicht jeder Mensch spricht auf jede Induktion gleich an. Es gibt auch Menschen, die sprechen besser auf eine Blitzinduktion als andere, die sich lieber progressiv, wie man so schön sagt, einleiten. Jetzt nimmt mich noch etwas Wunder. In der Recherche zu dieser Sendung haben wir herausgefunden, dass ganz viele Mediziner sich sperren gegen Showhypnose und gar nicht davon wissen wollen. Was ist das? Ich denke, in der Showhypnose macht es natürlich den Eindruck, man ist manipuliert, man hat keinen Willen mehr, man ist willenlos, man macht das, was der Hypnotiseur sagt. In der medizinischen Hypnose fängt eigentlich der Therapieteil erst dann an. Und die Einleitung, die Blitzhypnose, das ist rein eine Einleitung. Und die medizinische Hypnose fängt dann an. Jetzt können Sie die beiden Damen aufwecken. Und von Ihnen möchte ich aber noch wissen, wieso hilft Hypnose gegen Schmerzen? Man muss es so vorstellen, Hypnose kann man medizinisch, neuropsychologisch oder neurophysiologisch erklären. In Hypnose befindet sich das Gehirn in einem Zustand, wo gewissermaßen die sensorischen Hirngebiete deaktiviert sind, die sind gehemmt, sodass von außen nichts reinkommt und das Gehirn beschäftigt sich quasi mit sich selbst. Und was auch noch wichtig ist zu bedenken, Informationen, die reinkommen, werden gewissermaßen blockiert und inhibiert. Und so die Schmerzen. Und deswegen wird auch der Schmerz sehr oft unterdrückt. Jetzt will ich gerade schauen, sind Sie wach? Wie geht es Ihnen? Gut. Haben Sie etwas gemerkt vom Ganzen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Und wie ist es bei Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Haben Sie etwas gemerkt vom Ganzen? Ja. Was haben Sie gemerkt? Dass ich einfach so richtig abwesend war. Aber von uns haben Sie nicht viel gehört? Nein. Also einfach... Großartig, dass Sie mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen großen Applaus. Merci Ihnen auch. Und es geht weiter mit Experimentieren. Da sind Sie schon dran. Christian Pfeiffer, was haben Sie vor mit uns?
Ein Experiment zur Körperwahrnehmung. Ja. Also von der optischen Illusion zu einer optisch-taktilen Illusion, Gummihandillusion. Okay, und wer sitzt da? Muss ich gerade schnell fragen. Wie ist Ihr Name? Verena. Und Sie lösen sich jetzt auf das Experiment ein, dann starten wir doch gerade. Okay. Also so liegt eine Plastik. Also, genau. Eine Plastikhand. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten 11 Millionen Beats pro Sekunde wahrnehmen. Nach einer Woche wäre Ihre Festplatte im Gehirn voll. Und auf der anderen Seite hätte ich trotzdem immer noch irgendwo Kapazität, neue Sachen zu erkennen. Aber erklären Sie mir noch ein bisschen, auf was kommt es denn drauf an? Ist es Persönlichkeit auch, die mitschwingt, damit ich gewisse Sachen wahrnehme oder andere weniger? Das sind verschiedene Aspekte. Zunächst einmal das, was wirklich ins Auge sticht, was emotional bedeutsam ist, zwingt unsere Konzentration, aber natürlich auch, sagen wir mal, unsere Erfahrung. Mhm. Unsere Erfahrung zwingt uns, oder besser gesagt, unser Gehirn zu ganz bestimmten Interpretationen. Mhm. Und wir sehen die Welt selektiv auf der Basis unserer Vorinformationen. Mhm. Kann ich es auch umkehren? Kann ich ganz bewusst sagen, gewisse Sachen will ich nicht sehen, ich kann sie ausblenden? Natürlich, man kann sie bewusst ausblenden, das ist auch ein Schutz unserer Psyche sozusagen. Mhm. Wir blenden sie weg, weil sie unangenehm sind, sie passen nicht in unser Weltbild. Das heißt also, unser Gehirn kann diese Information nicht gebrauchen gewissermaßen, um die Welt zu verstehen und da wird alles wunderbar aussortiert. Mhm. Mein Mann, der sagt mir einmal, ich sehe und höre nur das, was ich will. Geht das auch in die Richtung? Geht genau in die Richtung, meine Frau sagt zu mir auch immer. Da sind wir im gleichen Boot. Danke schon vielmals, Jenke, wir sehen uns später nochmal. Mein nächster Gast, der weiß ganz gut Bescheid über das Gedächtnis, ist der Professor Andreas Monsch. Herr Monsch, was macht ein gutes Gedächtnis aus? Das ist eine schwierige Frage. Also im Grunde genommen ist es so, dass wenn ich mir in kurzer Zeit viele komplexe Dinge kann merken kann und die auch nach einer gewissen Zeit wieder abrufen, dann hat man ein gutes Gedächtnis. Jetzt, heute werden wir ja den Gedächtnis-Champion 2015 finden. Wir haben im Februar zusammen einen Anlass gemacht in 3 Mikrofilialen in Basel, in Zürich und in Bern. Mhm. Einen Test haben Sie ausgedacht dafür. Sie können uns den gerade beschreiben. Mhm. Wir haben für die Sendung einen eigenen Test entwickelt, für die Jubiläumssendung. Und zwar haben Kunden von der Migros müssen 15 Gegenstände sich merken innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn sie dann eine bestimmte Anzahl, 10 oder mehr gewusst haben, dann haben sie in die nächste Stufe kommen können und haben sich 30 Gegenstände merken in einer Minute. Da haben wir 533 Leute untersucht und 168 haben dann in der zweiten Stufe können mitmachen. Sehr, sehr anspruchsvoll und eine sehr lustige Sache. Und die zwei Besten sind heute bei uns, und zwar hier sitzen sie. Es ist das Rebecca Schwob und Monika Röhl. Schön, dass Sie da sind. Wir testen Sie jetzt natürlich auf Herz und Nieren nochmal. Das heisst, Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, sich 40 Produkte zu merken. Sie können Kopfhörer anlegen, damit wir Sie nicht ablenken, und begleitet werden Sie von 2 Psychologinnen von der Memory Klinik Basel. Die sind hier gerade auch auf dem Tab. Wo sagt, Gott weiß alles voraus. Also weiß er doch auch, wie ein Mensch mal reagiert, wenn das und das passiert. Mhm. Also ist der Mensch letztlich gerne frei, weil Gott hat ja schon vorausgewusst, wie er reagiert. Und von dort her gesehen, man sagt ihm die sogenannte Prädestination, die Vorausbestimmung. Mhm. Aber interessant finde ich eben jetzt im Vergleich zu der Hirnforschung, interessant finde ich, dass keine Religion wegen dem zum Beispiel die 10 Gebote abgeschafft hat oder die 5 Säulen vom Islam oder die 2 Liebesgebote. Das heisst, die Religionen haben den Mensch trotzdem als Verantwortlichen, der nach bestimmten Geboten handeln soll, wahrgenommen und haben ihm insofern die Freiheit nicht weggenommen, sondern sie haben... Aber ich bin schon verantwortlich für mein Handeln. Ja, das sagen auch alle Religionen. Obwohl, natürlich, wenn ich ganz streng bin und wenn ein Muslim sagt, Inshallah, wenn Gott will, naja, dann muss ich ja nichts mehr machen. Dann macht ja das Gott. Aber die Religionen haben irgendwo dialektisch gesehen und haben dialektisch das angeschaut. Und ich würde theologisch jetzt einmal sagen, im Vergleich, wenn sie sich verlieben, kann man natürlich sagen, von außen gesehen,
ja, die ist dem Mann total hörig. Oder er hat nur noch die im Kopf, er ist total abhängig. Man kann es aber auch anders sagen. Man kann sagen, die blüht auf, seitdem sie verliebt ist. Oder er hat ganz neue Dimensionen in sich entdeckt. Und so sehe ich das Verhältnis von einem Gott, der gross ist, und von einem Menschen, der frei ist, dass die zwei Sachen sich gegenseitig ergänzen und zu einer neuen Blüte kommen. Ich möchte noch einen ganz kleinen Gumpf machen, Herr Kesselring. Es gibt Menschen, die haben Nahtoderfahrungen. Ja. Und das ist noch interessant, alle erleben das etwa gleich. Ist das echt oder ist das eine Täuschung? Also, ich hatte selber so ein Erlebnis nicht gehabt, aber ich bin schon vielen Leuten begegnet, die mir die in einer immer ähnlichen Art erzählen. Und meine Aufgabe ist ja jetzt zu sagen, ist es glaubwürdig, was die sagen oder nicht? Mhm. Und für mich ist ein wesentliches Kriterium für Glaubwürdigkeit, ob ihr Leben sich ändert. Mhm. Also, wenn sie einfach darüber hinweggehen und das gleiche Leben weiterführen wie vorher, dann ist es für mich nicht so glaubwürdig. Mhm. Aber ich kenne eben die, wo auch eben den alten theologischen Begriff von dem Umdenken und Umwerten des Lebens erleben, nachdem so ein Nahtoderlebnis. Und dann kann es glaubwürdig werden für mich. Ich würde auf alle Fälle mir nie anmassen zu sagen, weil ich etwas ein bisschen vom Hirn verstand, muss ich sagen, das ist gar nicht möglich. Mhm. Sondern es ist umgekehrt, dass ich denke, ich kann etwas vom Hirn verstehen, aber mich interessiert viel mehr, was andere in dieser Realität mir mitbringen. Spannend, wir könnten noch viel weiter reden, machen wir jetzt aber nicht. Das lassen wir jetzt gerade so stehen. Aber nachher geht es und dann wird es laufen. Und das, es ist nicht ein Autopilot, es braucht viel mehr im Hirn von so einem Konzert. Die Anspannung auch wieder können loslassen können, das ist also eine wahnsinnige Leistung. Bei uns ist ein Konzertpianist, das sind wir am Bucher. Herr Bucher, ist Ihnen so etwas auch schon passiert? Gott sei Dank nicht. Das ist also ja, unvorstellbare Leistung. Und also ich würde jetzt sagen, ich bräuchte mindestens einen Tag, bis ich so ein Konzert, das ich eben vielleicht vor einem Jahr mal gespielt habe, wieder... Ist auch ein bisschen ein Albtraum, oder? Ja, kann man so sagen. Etwas, ja. Wie viele Konzerte können Sie denn auswendig? Also gerade so aus dem Stegreif vielleicht 5, 6. Mhm. Aber dann gibt es natürlich das Repertoire, das sich über die Jahre hat angesammelt. Und wie gesagt, für das bräuchte ich natürlich ein bisschen länger Zeit. Machen wir Wunschkonzert? Ja. Darf ich viel auslesen? Sagen Sie 3 Komponisten, ich lese einen aus. Grieg, Schumann oder vielleicht der Simpson, ein Arrangement. Simpson, Trickfilm? Genau. Das lustet mich. Bitte sehr. Schaffen Sie ein Konzert ohne Noten? Nach was orientieren Sie sich? Nach dem Gehör, nach dem Sehsinn und nach dem Tastsinn. Mhm. Also der Sehsinn ist bei mir ziemlich ausgeprägt. Ich sehe also auch mental, kann ich mir den gesamten Ablauf auf der Tastatur vorstellen. Mhm. Aber Sie sind, glaube ich, auch immer ein bisschen voraus von dem, was Sie machen. Ist das richtig? Ja, das ist leicht antizipierend. Das stimmt. Ja. Und was passiert denn, wenn Sie Fehler machen? Eben, weil man ein bisschen voraus ist, ist das kalte Kaffee. Sehen Sie den Fehler voraus, oder was? Manchmal tatsächlich. Ich kenne eben die, die auch eben den alten theologischen Begriff von dem
Umdenken und Umwerten des Lebens erlebt, nachdem so eine Art Toderlebnis, und dann kann es glaubwürdig werden für mich. Ich würde auf alle Fälle mir nie anmassen zu sagen, weil ich etwas ein bisschen vom Hirn verstand, muss ich sagen, das ist gar nicht möglich. Sondern es ist umgekehrt, dass ich denke, ich kann etwas vom Hirn verstehen, aber mich interessiert viel mehr, was andere in dieser Realität mir mitteilen. Spannend, wir könnten noch viel noch weiter reden, sagen. Machen wir jetzt aber nicht, das lassen wir jetzt gerade so stehen. Wegen dem freien Willen, dass wir nicht dürfen, weder Sie, Theologen, noch wir Neurowissenschaften, die Leute entmündigen, indem wir sagen, sie haben keinen freien Willen. Genau, der freie Wille muss bleiben. Bleiben Sie aber auch sitzen. Dankeschön vielmals, Herr Gesslerin, und dankeschön vielmals, Herr Kohler. Bitte schön. Es gibt Menschen, die erleben Töne als Farbe oder sie schmecken sie auch. Und so steht gerade neben mir Elisabeth Sulzer. Das passiert Ihnen. Können Sie mir das beschreiben? Ja, also wenn ich einen Ton höre, dann sehe ich eigentlich so einen farbigen Strich. Und wenn ich Musik höre, dann sind das Bilder. Und die suchen dann so wie so einen farbigen Nebel so an mir vorbei. Jetzt wird hier hinten gerade umgebaut für das nächste Experiment. Sie haben uns ein Bild gemalt zu einem Popsong von Queen. Das wollen wir uns jetzt gerade anschauen. Mama, jetzt die Wellenbewegung oben, das ist die Singstimme. Und die Punkte, das ist das Klavier. Und jetzt setzt den gerade Schlagzeug ein, das ist der Schwarze. Und jetzt auch Schlagzeug unten, sieht man gut. Also die Vierecke unten. Genau, und im Hintergrund sieht man Farben. Das sind einfach, das ist dann die jeweilige Tonart. Ja. Ein hübsches Bild, was Sie uns hier gemacht haben. Dankeschön vielmals. Aber ich möchte Professor Jenke fragen, ist das einfach eingebildet oder ist das real? Existiert das wirklich oder ist das eine Täuschung? Nein, das ist ein Phänomen, das nennen wir Synästhesie. Man kann es auch Doppelwahrnehmung nennen. Diese Phänomene treten automatisch auf. Sie kann das überhaupt nicht unterdrücken. Und diese Phänomene hängen damit zusammen, dass bestimmte Hirnstrukturen besonders stark miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich die ganze neuroanatomische Grundlage. Das existiert. Wir werden es natürlich genau wissen. Ich möchte Sie gerade bitten, dort an Flügel zu gehen. Sie können also jeden Ton mit einer Farbe identifizieren. Jetzt machen wir doch gerade eine Probe. Blau, dann ist es ein G. Rot, dann ist C. Gelb, D. Das haben Sie abgemacht miteinander. Ich will schnell probieren. Gelb, D. Braun, E. Eichen zum Blättern schon längstens vorher, bevor sie unten an der Seite sind, mitspielen. Also sie tun etwa 5 Takte voraus im Gehirn schon anders verarbeiten, als sie es effektiv spielen. Das ist total faszinierend. Ist wie ein Hochleistungssport. Das ist vom Höchsten, was es gibt. Das ist extrem große Herausforderung. Sie sehen ja auch, oder Sie wissen, wenn die schwierigen Passagen kommen, wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Da möchte ich am liebsten eine Professorin zitieren. Die hat mir nämlich gesagt, wenn eine schwere Passage kommt, denkst du am gescheitsten an Spaghetti und Tomatensauce. Ah ja? also quasi symbolisch für, wenn man 1000 Füßler fragt, was macht das 336. Bein, dann könnte es gefährlich werden. Also das heisst, es muss alles von innen rauskommen? Es muss irgendwie stimmig sein? In dem Moment vom Konzert muss man einfach in Flow rein. Ja. Da muss man es einfach lassen, geschehen. Spannend. Dankeschön vielmals, Herr Bucher. Danke Ihnen. Jürg Kesslerin, jetzt wird es noch philosophisch. Da ist nämlich noch ein Theologe, Ethiker und Journalist bei uns, Erwin Koller. Bitte sehr. Also, das Allerneueste ist die sogenannte Neurotheologie. Da befassen sich also Leute damit, herauszufinden, ob es Gott gibt oder Gott nicht gibt, ob der irgendwo im Hirn sitzt. Herr Koller, was sagen Sie zu dem? Ja, in meiner Grundauffassung vom Hirn ist das Hirn nicht das Ich, es ist nicht das Bewusstsein, es ist nicht der Geist, es ist, wie man so will sagen, auch nicht Seele, sondern es ist ein Instrument, ein Organ vom Mensch. Und da würde ich gerade beim Konzertflügel anknüpfen. Wenn ich den Konzertflügel mir vorstelle,
dann macht der natürlich wunderbare Musik. Aber wenn ich jetzt ein ganz grosses Erlebnis will haben, wegen eines himmlischen Erlebnis, stelle ich mir den Konzertflügel vor mit einem wunderbaren Pianist, mit einem Jugendorchester drumherum, mit einer jungen Dirigentin in einem wunderbaren Saal. Und dann habe ich ein himmlisches oder ein göttliches Erlebnis und dann sitzt aber Gott nicht im Konzertflügel oder auch nicht in ihrem Instrument, im Cello, sondern die Erfahrung ist von einer anderen Qualität. Das lässt sich nicht festmachen. Wir können sagen, wo Gott hockt. Man kann das vielleicht nicht sagen. Aber die Forscher untersuchen auch, wo liegt denn der religiöse Glaube und können tatsächlich nachweisen, dass gewisse Hirnareale aktiver sind, Herr Kesselring? Das gibt es schon, aber man darf es nicht überschätzen, dass man dann meint, man könne eine Funktion, also eine Eigenschaft, lokalisieren wirklich. Es ist viel zweckmässiger, dass man sich ein Bild vor Augen führt, zum Beispiel, dass wir sagen, ich sehe dreidimensional mit meinen zwei Augen. Mhm. Und wenn ich jetzt das eine Auge... Also sowas wird eigentlich entwickelt für Patienten und für die Klinik. Und natürlich haben wir jetzt gezeigt, dass wir eigentlich dem Michel was aufdrängen, was er gar nicht möchte, wofür man das aber auch benutzt. Mhm. Wenn man zum Beispiel Schlaganfallpatienten hat, dass man probiert, das Gehirn optimal funktionieren zu lassen. Patienten müssen zum Beispiel wieder lernen, ihre Hand zu benutzen, dadurch, dass sie einen Schlaganfall hatten. Und wenn wir die richtige Magnetstimulation machen, dann denken wir, dass die Patienten schneller lernen. Schneller sind. Also sie werden nicht mehr können, aber sie können schneller. Aber es kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn, Magnetstimulation, wir haben ständig das Handy am Kopf, hätten das auch einen Einfluss? Einen ganz anderen Einfluss als die Magnetstimulation, die wir hier benutzen. Mhm. Und der Grund ist, dass erstens das magnetische Feld, was wir hier produzieren, viel, viel stärker ist. Mhm. 500.000 Mal stärker ist als beim Handy. Und auch, dass es ein sehr kurzes, starkes Feld ist. Dankeschön vielmals. Und das heisst, dass wir weiter telefonieren können. Unbesorgt, ja. Unbesorgt. Merci vielmals am Team von der Frau Professor Wendehoff. Es ist faszinierend, was das Hirn mit uns alles anstellt. Und ich bin überzeugt, dass die Forscher noch ganz viel werden herausfinden. Wir bleiben dran und wir halten sie auf dem Laufenden, wie immer, am Samstag zu oben, um 10 ab 6 Uhr bei Gesundheit heute. Wir sind hier damit am Ende der Sendung und ich sage jetzt Maestro Musica.